davon, die Kerzen charmant und stehen jeden Brand. Du Spielmann, 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 du Spielmann. Es fliegt Schnaps und Bier, und Freude trägt man hier. Geht, die Gitarre neu klingt, dann machen wir uns auf zum Spielmann. Und dann heißt es: Komm schnell angerannt, wir gehen alle Mann mit Durst, mit Gesang. Spielmann, du Spielmann. Dankeschön, Flaschenkinder. Was für ein wunderbares Intro. Ja, herzlich willkommen zur Woche 4 in unserer, die Ausdrücke darf man glaube ich noch gar nicht sagen, in dieser furchtbar schlimmen Corona-Zeit. Aber wie immer, wir machen das Beste draus. Ihr seht, die Haare wachsen. Es wirkt höchste Eisenbahn, dass die Friseure wieder arbeiten. Ich habe, glaube ich, das bestfrisierteste Team und das bestfrisierteste Gäste-Ensemble, was man gerade für Geld bekommen kann, heute Abend hier. Und ich freue mich riesig, als ersten meinen alten, noch nicht ganz so alten, aber meinen lieben, guten Freund Michael Dahmen hier begrüßen zu dürfen. Hey. Hallo, wir müssen natürlich Abstand halten. Ja, hier, der Tisch. Corona-Zeit, wir passen ein bisschen auf. Ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet, damit die Leute, die dich noch nicht vielleicht kennen, schnell kennenlernen. Wir beginnen. Wann geboren und in? 2. März 88 in Leverkusen-Schlebusch. Erstes Instrument? Klavier. Wann, in welchem Alter wolltest du Musiker werden? Da war ich 16 oder 17. Wann wusstest du, dass du Musiker bist? Mit einem Satz darauf anzuworten wird schwer. Auf jeden Fall später. Okay. Leidenschaften neben der Musik? Ich halte verrückte Tiere zu Hause und fotografiere viel, fahre gerne Rad. Was mache ich denn noch so? Ah, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das reicht ja fürs Erste. Erste Schallplatte? Keine. CD war eine geschenkte Bravo-Hits 31, glaube ich. Bist du so jung, dass du keine Schallplatten mehr hattest? Nee, doch. Ich habe eine Schallplatte, die ich mal von meiner Chemielehrerin abgekauft habe. Keine Märchen. Aber nee. Ich glaube, dann die erste Schallplatte, die ich besessen habe, war ein Juxkauf und das war, wie heißt er denn hier? Heino. Ich drauf. Nee, aber Dieter Thomas Kuhn. Nee, wie heißt der Kollege hier mit dem lustigen Orchester? Ich komme gar nicht drauf. Nee. Götz Alsmann. Wir nähern uns auf jeden Fall. Ich reiche die Info nach. Ja, dann letzte CD muss ich dann wahrscheinlich auch nicht fragen, weil dann war der Übergang zum Stream wahrscheinlich fließend. Ja, die letzte CD, die ich mir gekauft hat, müsste Jamiroquai gewesen sein. Oh, sehr gute Kapelle. Wolfgang, falls du zuguckst, schönen Gruß. Schönste musikalische Erlebnis, vor, hinter der Bühne, in einem Konzert, ganz egal, im Radio, im Auto? Das ist gar nicht so einfach. Das schönste musikalische Erlebnis war, glaube ich, das Release-Konzert mit Kool & The Gang von unserem ersten Album, als noch alles dunkel war und die Intro-Musik lief und das Publikum latent anfing zu kreischen. Das war. Wo war das? Ein gutes im Club Bahnhof Ehrenfeld. Ah, okay, kenne ich. Schlimmste musikalische Erlebnis? Ach, das ist gar nicht so einfach. Oh, was könnte man da konkret benennen? Ich erinnere mich an Auftritte, bei denen einzelne Bandmitglieder
anderthalb Stunden zu spät kam. Andere Besetzung, aber und man stand da und war quasi angesagt, aber es kam halt anderthalb Stunden später. Erst war die Band komplett. Ja, das ist schlimm. Angenehme Situation, ja. Und zu spät kommen und später anfangen, als man sich das vorgestellt hatte, davon kann ich heute auch ein Lied singen. Frau Müller in der Buchhaltung, Sie wissen Bescheid. Hör mal, lass uns erstmal einen trinken. Da bin ich dabei. Schön, dass ihr alle zugeschaltet habt. Auf euer Wohl. Zum Wohl. Wir haben einen neuen Tropfen von der Liebelbrennerei. Das ist der Waldschratzel. Viele von euch kennen den schon und die anderen, die ihn noch nicht kennen. Michael hatte den gerade zum ersten Mal getrunken. Und? Super. Super lecker. Fruchtig, aber nicht zu süß. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn so ein Zeug irgendwie super süß ist. Aber sehr lecker. Das ist schön. Ich glaube, für alle Leute, die dich nicht so wirklich auf dem Schirm haben, hast du ja ein kleines Video heute mitgebracht. Jawohl. Ich frage meine Technik, bist du schon soweit für das erste Video? Heute wie immer Icke, René in der Cam und in der Sprecherbox. Wir hatten vorhin ein paar lustige Tonproblemchen. Der hat wild gekämpft, der René, heute. Er kämpft immer noch. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, René. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du Bass studiert hast? Ja, ganz genau. Ich habe zwar mit Klavier angefangen, habe aber mit 16 zum Geburtstag meinen ersten E-Bass bekommen. Damals mit ein paar Freunden eine Metal-Band gehabt und wir hatten keinen Bassisten. Ich habe Keyboard gespielt, das war Quatsch. Musik, und ich habe gedacht, komm, probier mal mit dem Bass. Ja, zum 16. Das ist ziemlich schnell in Sucht ausgeartet und ja, wie man sieht. Musstest du eine Aufnahmeprüfung machen oder kann man mit Abi direkt studieren oder muss man immer eine Prüfung machen? Nee, du musst zumindest, soweit ich weiß, an allen staatlichen Musikhochschulen in Deutschland musst du eine Aufnahmeprüfung machen. Vorspielen, Theorieteil, Klausur, Gehörbildungsprüfung. In meinem Fall, ich habe mit Lehramt angefangen, habe zwar als den künstlerischen Studiengang zu Ende geführt, aber für Lehramt musst du singen, Klavier spielen, ein Hauptinstrument, da alles Mögliche. Du musst dich vor deine Mitbewerber stellen und mit denen zeigen, dass du auch vor einem Ensemble als Leiter bestehen kannst und so Sachen. Also interessante Sache. Dann feiern wir hart! Ja, ich glaube, einer seiner ersten Sätze war so, und hier machen wir jetzt Musik, mit der man auch Geld verdienen kann. Okay. Und dementsprechend, also super, perfekte Ausbildung. Ich bin sehr froh, an den geraten zu sein damals. Ja, wir haben uns ja damals hier im Spielmann kennengelernt, da hatten wir noch die Baked Potato Session, das war so die erste Funk-Session, die wir hier gemacht hatten. Und ich muss ja gestehen, irgendwann sagte einer, der Michael Dahm kommt, wo ich dann dachte, ja schön, und der Thomas Müller und der Fritz Meier, der kommt auch. Und hatte dann erst später gehört, dass du eine große Nummer schon in der Musikszene in Köln bist. Und fand es aber total toll, dass du dich ja einfach eingereiht und untergeordnet hast und irgendwie immer großartig deinen Stiefel gemacht hast. Ich glaube, dein Werdegang ist aber auch in der Uni bestimmt worden. Ihr habt schon da zusammen euch gefunden und mit Karnevalsmusik angefangen, ist das richtig? Ja, ganz genau. Also im Endeffekt war es bei meinem lieben Bassdozenten, der hat einen Workshop gemacht, bei dem Schlagzeuger von seinem Kollegen Alex Vesper und seine Bassisten zusammengekommen sind und die wurden wahllos zusammengewürfelt und sollten zusammen spielen. Und der Cool und the Gang Schlagzeuger Manuel und ich wurden zufällig zusammengewürfelt und haben nach Strich und Faden, das Wort darf ich hier glaube ich, weiß ich noch nicht, gucken, nein, ich sag, es war nicht schön. Wir haben unser Fett in großem Maße wegbekommen an dem Abend, aber es war anscheinend nicht schlimm genug, denn wir haben später irgendwann nochmal im Studium zusammengespielt und irgendwann rief da Manuel an, hey, ich bin hier gerade dabei, eine Band zu gründen, so und so, und sind alles Leute von der Hochschule, hast du Lust mitzumachen, es geht um, damals war es noch eher Sitzungskapelle und wir machen auch mal eigene Songs. Das heißt, es gab erst die Anfrage und dann wurde die Band gemacht.
Ja, genau. Also es war, naja, was heißt die Anfrage? Ne? Es war halt, es gab halt zwei Initiatoren und die haben dann die Leute zusammen telefoniert, von denen sie glaubten, dass die... Aber ihr wart nicht erst eine Band, habt Lieder gemacht und habt dann geguckt, wo ihr Auftritte herbekommt. Ja, das lief dann parallel. Ja, das schon. Also es war, also es hört sich an, es war ein bisschen zielgerichtet. Natürlich ist es zielgerichtet, ne? Man ist ja als Musiker auch bestrebt, irgendwie seine Miete bezahlen zu können. Aber trotzdem war es schon so ein, also auf der einen Seite gab es schon ein relativ klares Konzept und auch schon eine Connection zu einem Booker, der einiges an Gigs klar machen konnte. Aber auf der anderen Seite hat sich das dann trotzdem erst gefunden und man hat ja auch gesehen, die erste Besetzung ist nicht die geblieben, die wir jetzt heute sind. Und insofern hat sich die Band trotzdem, obwohl man schon viele Auftritte von Anfang an hatte, ein klar umrandetes Konzept, das sich auch nochmal gewandelt hat nach heute. Ja. Es war, ist so eine Mischform aus, wir haben mal zusammen gespielt und dann ist eine Band draus geworden und ich meine, das ist super. Ich habe im Studium, war ich auf einer Bowlingbahn und habe Schuhe ausgegeben. Das war weniger Rock'n'Roll, hat aber auch viel Spaß gemacht. Kommt das Publikum an. ihr habt euch geformt, hattet dann die ersten Gigs. Wann war für euch abzusehen, dass es doch mehr als so ein bisschen Geld verdienen im Studium? Sagen wir mal so, die Ambitionen waren, glaube ich, von vornherein da. Also wir haben schon die Band gegründet. Ich glaube, das ist aber jeder Band, die eine Band gründet. Ne? Ja, nee, nicht unbedingt. Nö, ich habe schon in sehr vielen Bands gespielt, die nicht Musik machen, auf die gerade so aus der momentanen Lage entsteht und auf die man gerade Lust hat und die vor allem dadurch geprägt ist, wer da mitspielt. Ne? Du hast ja ganz oft irgendwie einen, der total interessante Songs schreibt und daran formt sich ja dann auch, wie die Band klingt, wenn einer alle Songs schreibt. Und du hast oft einfach Bands, dann probt man zusammen, hat eine Handvoll Songs, ja komm, wir spielen mal, wir fragen mal da, ob wir da spielen können, zack, dann kommen die ersten Fans, die dann auch beim zweiten Konzert kommen und so weiter. In dem Fall war es schon sehr, ich meine, der Karneval ist ja auch insofern ein Geschäftsmodell, dass du auf Veranstaltungen im laufenden Programm spielst. Mhm. Und insofern ist es ja in erster Linie gar nicht so, dass du dir von der Sekunde 1 an eine große Fangemeinde aufbauen musst, weil du spielst vor zigtausenden Leuten, hunderttausenden Leuten, ohne dass irgendeiner deinen Namen gehört hat, wenn du einmal in so eine Buchungsrunde reingekommen bist und mal. Wie kommt man da rein? Wird man angesprochen? Gibt es ein Vorspielen? Ja, also auf der einen Seite hatten wir von Anfang an ein Büro, das sehr gut vernetzt ist im Karneval. Auf der anderen Seite geht man auch Vorstellungen. Aber nicht alle. Nee, aber verwandt damit. Okay. Genau. Da sind wir mittlerweile nicht mehr, aber genau. Wie viele gibt es in Köln, wenn ich frage? Wie viele Agenturen? Darf? Also Alarv kenne ich aus dem Mondheimer Karneval. Mir fallen jetzt 3-4 große ein. Und damit erschöpft sie. Also die wirklich überall vernetzt sind. Und da gibt es einmal im Jahr so ein, lügen, aber so ein Meeting und da sitzen dann die drei Agenturen und dann geht dann eine Band nach der anderen hin und spielt vor? Ja, ja, im Prinzip das schon. Es gibt sogar Vorvorstellabende und Vorstellabende. Ne? Also dann ist okay. Irgendwie der, zum Beispiel Vorvorstellabend war dann im Geisbockheim. Und da ist da wirklich kleine Runde und nur ein paar von Literaten, genau. Und wenn du da bestehst, darfst du zum großen Vorstellabend im Maritim. Ah, ich dachte, bei Publikum und Presse und weiß der gar. Achso, kann auch sein. Das würde einiges erklären. Nein, ich bin aus Leverkusen, tut mir ja sehr leid. Ja, ich auch, was soll ich sagen. Hör mal, ich gehe mal eben da rein. Wir reden die ganze Zeit über Karneval. Wäre der Einspieler derweil parat? Das Video von Michael vom letzten großen Hit. Hart, das Video. Können wir da eben reinschauen? Dann würde ich doch mal vorschlagen, liebe Mats, fahr ab. Dann feiern wir hart. So, da sind wir wieder. Hart. Fette Elektronummer. Ja, genau. Ist jetzt auch gar nicht, also du hast es ja gerade angekündigt, wie hast du es gerade gesagt, die letzte große Single oder so. Also wir haben jetzt im Karneval tatsächlich gar nicht den Song primär
als Sessionshit, wie wir es nennen, mitgenommen. Das war ein anderer Song, aber ich habe dir den mitgebracht, weil er einerseits das letzte Release ist und zweitens, weil wir im Video auch zu sehen sind und das ist bei dem Video zu Besset Lecho sieht, was jetzt unsere Sessionsnummer war, da haben wir uns anderer Mittel bedient beim Video und deswegen habe ich gedacht, das passt vielleicht ein bisschen besser, weil da auch Bühnenszenen zu sehen sind und so weiter. Nein, also es gibt ja so einige junge Karnevalsbands, die ja die Karnevalslieder doch sehr in die Neuzeit geholt haben. Also ich bin ja doch ein älteres Kind und es wurde ja sehr lange recht traditionelle Musik gemacht. Ich glaube, die letzten großen Innovativen im Karneval waren die Blackfills. Die waren ja am Anfang auch nicht so beliebt in den Sälen damals. Und ich glaube, lange passierte, fand ich, nicht so viel Innovation, so wie das, finde ich, die letzten 10 Jahre war. Also da kam Junge Wilde, da kam Brings, dann wurde es rockig, dann kam Klüngelköpf, wurden wieder ein bisschen ganz traditionell mit Quetsch und so. Aber so mit Cat Ballou und mit euch ist das ja doch sehr zeitgemäß und die Konzerte sind groß. Ich kenne das von meinen Kindern, die sind beide im Karneval aktiv. Die gehen gerne auf Konzerte und ihr spielt ja auch im Sommer viel. Ne? Es gibt im Sommer Karneval, ihr macht eigene Konzerte. Also es ist ja nicht mehr so, im Winter macht ihr euer Karnevalsding, aber im Sommer macht ihr auch alle große Sachen voll. Ja, ganz genau. Also ich meine, dieses Jahr werden wir noch sehen, wie viele große Sachen wir voll machen. Aber ja, genau, das ist für uns natürlich auch total angenehm. Also einerseits natürlich ist es schön, das ganze Jahr zu tun zu haben, rein auch aus beruflicher Sicht. Ist es ja schön, wenn man sich nicht auf einen 2-monatigen Kernzeitraum beschränken muss oder nehmen wir den November mit rein, dann ist es ein 3. Monat. Aber es ist auch einfach, man bleibt die ganze Zeit in der Routine, hat die ganze Zeit eigentlich fast jedes Wochenende Bühnenerfahrungen und bleibt am Spielen und hat dann nicht 8 Monate Pause, bevor man das nächste Mal auf die Bühne geht. Das ist schon luxuriös. Wir sind ja ein interaktives Studio und wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen stellen. Weniger an mich, vielmehr an Michael. Willst du ein Bier? Ja, jetzt wo du so fragst, steht ja schon wir so ein. Wir sind ja in der Kneipe, ne? Und wir konnten ja noch nicht an den Platz, weil wir noch was vorbereiten mussten. Ich ziehe mal den Hut wieder an. Eigentlich wollte ich ja schon mal zeigen, dass mir die Friseure ganz besonders fehlen und mein Barbier. Und ich hoffe, in 2 Wochen ist aus dem Hippie-Gedönse, können wir wieder aussehen wie Menschen. Ich muss direkt ein bisschen Werbung machen. Schreckenskammer, ab heute neu in der großartigen 0,3 Liter Flasche. Das schmeckt in der großen Flasche schon bombastisch. In der kleinen ist es selbst mein erstes Mal. Aber so viel dazu. Aber erzähl doch mal, wie das für dich und für eine Band und generell für Musiker in Corona-Zeiten ist gerade. Oha, das ist ein interessantes Thema. Also, wir sind jetzt auf mich persönlich bezogen erstmal insofern nicht persönlich so stark betroffen, dass wir innerhalb der Band ganz gut haushalten. Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie alle, können jetzt alle noch unsere Miete bezahlen und so, weil wir uns nicht die ganze Kohle auf einmal auszahlen, sondern das so ein bisschen verteilen. Das ist schon mal sehr angenehm. Der Manager gibt euch Taschengeld. Ja, das, nee. Das wäre auch nicht schlecht. Markus, melde dich doch mal wegen des Taschengelds. Nee, der heißt auch Markus, nicht du. Der andere Markus stand gerade genau hinter der Kamera. Muss ein 69er Jahrgang sein, wir hießen da alle so. Das scheint so, ja. Kann sein, weiß ich gar nicht, muss ich mal fragen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich meine, zum Wohl. Genau. Liebe Gäste, zum Wohl, trinken nicht vergessen. Alkohol hält gesund in diesen Zeiten. Genau, desinfiziert ja auch. Genau, wir haben Gott sei Dank im Moment noch die Lage, dass wir jetzt nicht alle 4 totale Existenzängste haben. Aber natürlich ist es so, man guckt so nach vorne und sieht, okay, also jetzt wurde bis 31.8. alles an Großveranstaltungen abgesagt. Und was ist eine Großveranstaltung? Das ist auch noch nicht so ganz genau gesagt worden. Ne? Ich glaube, jetzt bis Mitte Juni läuft bei uns live auf jeden Fall schon mal nichts. Und ich gehe mal fast davon aus, dass das bis Ende August so weitergehen wird. Wenn es so ist, werden wir bis dahin es wird uns nichts passieren jetzt, wenn jetzt der, was war das, der Rolling Stone oder wer, wo das erwähnt wurde, dass Großveranstaltungen bis Herbst 2021 schwierig werden, dann tut das weh. Aber ja, gut, ich glaube, wenn man in dem Land mit der Schmalzlocke lebt, dann ist das vielleicht nicht unrealistisch. Aber ich glaube, bei uns entspannt sich ja so langsam die Lage und ich bin da auch relativ unbesorgt im Moment, muss ich sagen. Wie gesagt, 1000 Leute bis August, das ist natürlich ätzend für den Sommer, aber wenn wir tatsächlich im August wieder aufmachen können und ich glaube tatsächlich, dass wir Kneipen, Discos, Clubs und die großen Veranstalter relativ gleich aufmachen werden.
Ja, wahrscheinlich, ja. Furchtbar. Also bis dahin müssen wir irgendwie in der Kaschem sitzen, ein Stream nach dem anderen auf die Kette legen, jede Woche ein Tasting machen, irgendwann jeden Tag, damit wir über die Runden kommen. Und ganz furchtbare Zeit. Ich habe hier noch was vorbereitet, René. Wenn du soweit bist, würde ich dann auch noch mal gerne einen kleinen Einspieler machen. Wir haben hier eine kleine Überraschung vorbereitet. Bist du parat? Dann würde ich mal... Ich muss dem Michael eben den Kopfhörer in die Hand drücken, weil der kann das sonst nicht hören, gäbe es Rückkopplungen. Wir sind ja nur ein kleines Kneipenstudio. Aber damit der mitkriegt, was ihr jetzt hört, du musst doch mal bitte hier rüber gucken kommen. Was? Würde ich jetzt gerne mal hier was vorbereiten. Sekunde, warte, René. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss die Brille, das muss ich jetzt aufmachen. So, und jetzt geht's hier schon los. So, René, fangen wir zusammen an. Ab die Post und los. Ich schalte es mal in die Kamera. Das ist der Micha, da. Das ist, bin ich. Das ist der Alex, der tut jetzt nichts zur Sache. Und wir waren damit relativ erfolgreich, haben jede Menge Konzerte gegeben und es hat tierisch viel Spaß gemacht. Micha ist einer der besten Musiker, die ich so kenne und in meinen Augen einer der wirklich wenigen super organisierten und professionellen Musiker. Micha kommt immer vorbereitet zu Proben und zu Konzerten. Er ist immer pünktlich, er ist konstruktiv, er ist kritikfähig, hat einen tierischen Sound, bietet ganz viel an und darüber hinaus ist er einfach noch ein verdammt lieber Kerl und immer ehrlich, mega witzig und ich glaube, ich habe ihn noch nie böse erlebt. Wir haben uns auch noch nie gestritten, er ist immer gut gelaunt, immer optimistisch und das schätze ich sehr an ihm. Micha ist ein begnadeter Bassist, wie schon gesagt, hat einen unglaublichen Sound, ist sehr flexibel und ist, glaube ich, in den unterschiedlichsten Stilrichtungen, Musikstilen zu Hause. Wir haben selber viel Musik zusammen gemacht, von Jazz, Fusion, Gospel, Rock, Pop, Cover-Gigs. Die meisten kennen ihn natürlich aus der Gang, aus dem Karneval und diesem EDM-Bereich. Aber was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass der Michael auch ein unglaublicher Pianist ist. Der spielt ja sämtliche klassische Nummern auf dem Klavier rauf und runter. Super gefühlvoll, technisch mega versiert. Ich meine sogar, er hat erst Klavier gelernt und dann relativ spät, ich meine mit 12, 13 oder so, Bass spielen gelernt. Micha ist einer der Sorte Musiker, die man für jede musikalische Schandtaten anrufen kann. Ich meine, er spielt zwar mittlerweile auf absolutem Top-Niveau mit der Gang, in Riesenhallen, aber ich weiß, dass er auch jederzeit, dass ich ihn anrufen kann und dass er einen kleinen Geburtstagsgig auf irgendeiner Party vor 5 Leuten spielt. Dafür ist er sich auch nicht zu schade. Man kann nicht nur über Musik mit dem Micha so gut reden, sondern Micha ist sehr technikaffin. Er kennt sich unglaublich gut mit Autos aus, fährt unglaublich Kart. Ich habe es oft versucht, ihn zu überholen beim Kartrennen. Es ist mir nur einige wenige Male gelungen. Ansonsten ist er mir immer davongefahren. Er kennt sich unfassbar mit Autos aus, kann dir jedes Teil im Motorraum erklären. Und ich glaube, so Physik und technische Zusammenhänge, das hat ihn schon immer interessiert und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum er so einen guten Bass-Sound oder so einen guten Keyboard-Sound hat, weil er sich einfach damit beschäftigt mit seinen ganzen Effektpedalen und Knöpfen und Synthesizern und Keyboards, was weiß ich noch alles. Das Gleiche gilt auch für das Thema Fotografie. Micha ist ein super kreativer und fleißiger Fotograf mittlerweile. Er hat auch meine neue Band, das Power Trio, fotografiert. Kann man eben kurz Werbung machen für. Also solche Fotos kann der Micha machen. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür.
Und ich glaube, er braucht immer diese Kombination aus Technik und Kreativität, damit er sich ausleben kann. Das beschreibt ihn, glaube ich, ganz gut, diese Kombination, ja. Was ich ihm wünsche, ich wünsche ihm natürlich, dass er weiterhin so erfolgreich ist mit seiner Musik und natürlich noch erfolgreicher wird. Das Gleiche gilt natürlich für seine Fotokarriere. Aber wenn er in 10 Jahren mit der Gang oder mit sonst wem in der Welt unterwegs ist, hoffe ich, dass man ihn immer noch für einen Gig im Spielmann gewinnen kann. Aber da bin ich mir sehr, sehr sicher bei ihm. Auf dich, lieber Micha. Weitermachen. Joel, vielen Dank für diese kleine Überraschung. Auf jeden Fall, du Schweinehund. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wir sehen uns morgen Abend oder heute Abend. Ich weiß nicht mehr, wann du es gesagt hast. Und der nächste, die Rechnung kannst du mir schicken für die Lobhudelei. So, Technik-Freak, habe ich gehört. Ja, also wir können mal überall so ein paar Prozent abziehen von dem, was gesagt wurde, aber... Also demnächst bei den Gigs stelle ich mal mein Auto hin und dann kannst du ein bisschen basteln und dann reparieren, Winterreifen, Sommerreifen. Nee, so, also, ja, nee. Also Tuning-Chip einbauen, alles deins, ja? Nee, eigentlich, nee, gar nicht so, nee, gar nicht so schlimm. Nee, ich finde es total interessant, aber meine praktische Schrauberfahrung hat bei ein paar Mal mithelfen am Käfer oder ich hatte mal eine Zeit lang eine T3 Camper, aber auch da haben wir nur das Allergröbste selbst gemacht. Das ist ein bisschen übertrieben, aber interessieren tut es mich auf jeden Fall alles und Autofahren an sich macht mir auch sehr viel Spaß und Kartfahren natürlich auch, aber ganz so. Also ich kann mir das vorstellen, weil wenn du spielst, ist, ja, ich mache ein bisschen Bass, ja, Keyboard, kriege auch 3 Lieder hin, also. Wenn du den Rest so machst, wie du auch spielst, glaube ich schon, dass du das ganz ordentlich machst. Dankeschön. Nee, aber so ist es wirklich. Also. Gibt es Fragen? Hatte mal irgendwer eine Frage? Oder alle am Trinken, alle glücklich, alle lassen sich berieseln, großartig. Dann würde ich so langsam mal den ersten Show-Act bitten, auszuatmen und den Nebel von der Bühne zu nehmen. Und der Michael ist ja nicht unser einziger Gast heute Abend. Du bleibst natürlich noch eine Weile da. Ich bedanke mich erstmal für die erste Runde mit dir. Ich danke dir. Ich finde, wenn wir gleich ein Lied hören, sollten wir vielleicht einen Whisky dazu trinken. Sehr gerne. Gitarre, Lagerfeuer, ich finde, da passt ein Whisky mal hervorragend zu. Ich habe dir einen milden dahingestellt. Ich probiere mal. Ich bin da nicht so belesen. Muss ich zugeben. Genau, darum, ich erkläre gar nicht viel, das habe ich letzte Woche. Heute probieren wir einfach, jeder trinkt, was er zu Hause hat. Wir sind gefangen in den Momenten des Lebens. Was wäre das Leben ohne Alkohol? Ein Hohn. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich finde es immer noch total schwer, man darf sich nicht anpassen, man prostet nicht an. Ich glaube, wir in Deutschland haben ja Glück, dass wir nicht so Küsschen rechts, links und drücken und und alle hängen immer zusammen und haben uns lieb sind. Wobei ich natürlich eine ganz krasse Ausnahme bin. Ich rede gerne mit den Händen, ich nehme meine Leute immer alle gerne in den Arm zum Leidwesen meiner Frau auf, weil ich sie immer alle drücke, Männlein wie Weiblein. Ja, trinken wir einfach aus der Ferne. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich dabei jetzt, den Matthias Kupka auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn alle als Rocker. Aber er zeigt uns heute mal seine weiche Seite und er fängt jetzt mit dem Lied Was wäre wenn an. Viel Spaß mit Matthias Kupka. Was wäre, wenn wir uns vereinen und einfach weit weg von dir fliehen? Die Vergangenheit voller Trümmer, anderes Grundgraben sehen. Ich hatte nie die besten Karten. Ich die Mauer, die vor mir steht. Und jeder Zweifel, ob ich falsch bin, geben meinen Fehlern jetzt einen Sinn. Was wäre, wenn, was wäre denn, wenn ich den Film hier stoppen kann? Was wäre, wenn, was wäre denn, wenn ich von vorn beginnen kann?
Ich spul nicht vor und nicht zurück, tausch aus, nicht ein Blick, nicht zurück. Stechenden Herz, der Blick ins Glück. Ich habe Gott so oft gefragt, ob er meinen Weg mich leiten mag, doch keine Antwort zu erhalten ist wie die Stille in meinem Grab. Wo geh ich hin, wie geht es weiter, über welche Brücken soll ich gehen? Und wer steht am Ende eines Wegs, um mich endlich nach Haus zu bringen? Was wäre, wenn, was wäre denn, wenn ich den Film hier stoppen kann? Was wäre, wenn, was wäre denn, wenn ich von vorn beginnen kann? Ich spul nicht vor und nicht zurück, tausch aus, nicht ein Blick, nicht zurück. Mit Schwärchen im Herz, der Blick ins Glück. Beautiful. Matthias Kupka. Michael, hat's dir gefallen? Mega, natürlich. Ich habe vor lauter Schreck vergessen, nicht vor lauter Schreck, sorry, vor lauter Begeisterung vergessen, das Mikro wieder in die Hand zu nehmen. Sehr schön. Eine ganz sehr ruhige schön. Nummer. Matthias ist ja in Monheim eher so als der harte Rocker bekannt. Hatte auch mal eine großartige Rockbar. Komm ruhig auf die Bühne, kämpf dich durch, mein Lieber. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wie ist dir hier, kennst du auch keinen Friseur näher? Ah, das ist die Hölle, ne? Also das ist jetzt, ich weiß nicht, eine halbe Packung. Dann ich trage ja zu Hause Kleber drin. Gerade gerne offen und ich habe eigentlich auch noch ein Käppchen mitgebracht, aber ich habe gedacht, nee. Das passt zu dir. Man könnte auch sagen, du bist der Götz Alsmann von Monheim. Oh, ja, ja. Da haben wir aber mit einem Jazzstudierenden Musiker, glaube ich, mehr. Oder? Ich fand das ja gerade interessant. Ne? Also ich kenne viele Musiker, die dann sagen, ja, ich habe Jazz, irgendwas studiert. Und ich dachte tatsächlich, man kann irgendwas studieren, Klassik und Jazz. Aber schön seit heute zu wissen, das ist Jazz, Pop und Rock. Ja, es ist also natürlich in dem Moment, wo du sagst, ich will Jazz, Saxophon studieren, Hauptfach Bachelor of Music. Also man kann irgendwann schon in die Schiene gehen. Dann geht es natürlich schon vor allem um Jazz. Aber allgemein, wenn du das als Lehramt anfängst, machst du es erstmal. Das sind aber doch die Holländer, die sind da schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Also weil die bieten ja zum Beispiel in Arnhem da jetzt rein Rock. Also ja, die haben damit auch viel früher angefangen. Das heißt, in Düsseldorf, Köln hast du ja, glaube ich, eher nur... Matthias, ins Mikro bitte. Diese Schiene da, die auf doch so Klassik-Jazz und Populärmusik... Ja, es hat sich aber auch da in letzter Zeit viel getan, ja, muss man sagen. Also. Bevor wir uns zu sehr in musikalische Feinheiten verstricken... Auch für dich die schnelle Fragerunde, für alle, die dich noch nicht kennen, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Mhm. Wann geboren in? 1.3.81, Leverkusen. Wir sind alles Leverkusener, Jungs. Herrlich. So gefällt mir das. Ich wusste das vorher nicht. Ich freue mich sehr. Das erste Instrument, das du gespielt hast? Ich glaube, ich wollte Gitarre, aber die habe ich auf dem Kopf meines Bruders kaputt gehauen und dann Schlagzeug. Oh, wie viele Geschwister hast du? Zwei. Später mehr. Ich auch. Einer guckt wenigstens zu. Ah, in diesem Moment, Stefan, du hast mir eben das Rumset geschickt. Großartig, dass du es hast, aber wir tasten das erst nächste Woche. Zur Not kaufst ein zweites. Hallo. Entschuldigung. Wann wusstest du, dass du Musiker bist? Ah, falsch. In welchem Alter wolltest du Musiker werden? Mit 6. Mit 6 schon. Wann wusstest du, dass du Musiker bist? Mit 6. Das heißt, mit 7 hast du schon Miete bezahlt und konntest davon leben. Nö, also Miete habe ich dann nicht gezahlt, die wurde, glaube ich, gezahlt. Aber du hast gesagt, Lehrer, ist mir egal, ich werde Musiker. Ja, so eine Art war das, glaube ich, ja. Das heißt, mit 6 hast du angefangen zu klampfen und dann nicht mehr aufgehört. Nicht mehr aufgehört, genau. Ich glaube, ganz
grässlich habe ich im Haus irgendwie David Hasselhoff und Michael Jackson gesungen und ja, dann wusste ich ja. Ich verlasse meinen Plan. Leidenschaft neben der Musik. Wir müssen ja noch über Tiere reden. Leidenschaft neben der Musik. Also ich sehe eine auf deinen Armen. Tattoos, ja. Also ich glaube, das ist durchs Zwingen gekommen. Also ich wollte eigentlich nicht Tattoos, also nicht wirklich so Tattoos haben, aber dann irgendwann hat es einmal irgendwie begonnen und durch einen Zufall und dann, ja, dann war der Drop gelutscht, wie man so schön sagt. Ja, dann kam das nächste und dann habe ich gedacht, das sieht aber ein bisschen leer aus. Nein, Ronja, nicht vor 18. Dann kam immer mehr. Ja, also Tattoos, ja doch, Tattoos. Also das ist so meine Leidenschaft. Also ich glaube, wenn du aber jetzt einen Beruf hast wie Musik, ich glaube, da brauchst du nicht wirklich mehr Leidenschaften daneben, weil ich glaube, das weißt du selber, das ist Leidenschaft genug. Absolut, ja. Also ja, aber früher, ich glaube, heute kann man auch in jedem Beruf tätowiert sein. Ich habe eine Bankerin, die steht mal vor mir, Kaugummi kauen. Ich bin immer geneigt, dem mächtig einen Nacken zu geben. Schönen Gruß an dieser Stelle. Es gibt auch Lehrer und werden auch Lehrer gesucht, egal, die tätowiert sind. Es gibt auch Banker mit Iro inzwischen, also auch in Monheim. Erste Schallplatte oder CD bei euch jungen Menschen? Was war deine? Die habe ich eben nicht. Ich musste auch raten, meine erste CD war eine geschenkte Bravo It's 31, glaube ich. Ich glaube, ich weiß meine erste CD noch und ich glaube, da kamen gerade CDs auch so richtig raus. Und das war, glaube ich, auch die erste Single. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Shania? I love your smile. Ja. Das war sehr grausig, aber ich habe es damals sehr gefeiert und die habe ich auch von meinem großen Bruder geschenkt bekommen. Und in meiner Generation war das sehr richtungsweisend fürs Leben, was die erste Schallplatte war. Und jeder wusste, was die erste Schallplatte war, weil zu meiner Zeit musste man 3 Jahre lang das Taschengeld sparen für die erste Schallplatte. Schade, dass das heute nicht mehr so ist und darum ist wahrscheinlich Musik in vielen Augen auch viel Kommerz, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin ein schlechter Gastgeber, was magst du trinken? Ich hätte dir da mal eine kleine Whisky-Auswahl hingestellt, ein Bierchen, das ist sehr gut, ja. Kontaktarm, Respekt? Achso, Respekt? Ja. Haben die einen Drehverschluss oder habe ich was verpasst? Nee. Ja, alter Kneiperkollege, ne? Ja. Hornhaut an den Finger, ich mach das privat auch, ne? Aber öffentlich habe ich da Angst. So, erste Schallplatte, dann weißt du natürlich auch nicht deine letzte, wenn du nicht die erste weißt. Simon Garfunkel. Ah, dann war deine letzte Schallplatte wahrscheinlich die erste, die Schallplatte, davor waren es CDs. 1900, ich weiß nicht, 60, 70 oder was, dieses Simon Garfunkel rauskam, noch mit einem M drauf für Mark, weil die irgendwie illegal aus Ostdeutschland nach Deutschland geholt worden ist. Mhm. Ja, für mich gibt es eine Riesennummer mit Steve Martin und Paul Simon. Ne? Da spielt Chevy Chase. Nee, Chevy Chase? Ja. Doch, wie heißt Chevy Chase? Ja, wie heißt der richtig? Ja, Chevy Chase. Dan Aykroyd? Nee, Chevy Chase. Chevy Chase? Doch, Chevy Chase. Chevy Chase. Genau, der ist im Video, ja, und macht dann den Klamauk im Hintergrund. You Can Call Me Al. Ah, das ist Riesennummer. René, ich spiele die mal schnell ein. Mach mal rein, genau. Ist das nicht da, wo der in dem Raum sitzt? Und dann, ja, völlig gestört. Ja, genau. Sehr gut, ja. Riesennummer. Ja, so Videos vermisse ich heute, Herr Bohlen. Mach mal wieder schöne Videos, die auch alte Leute gucken können. Ich bin ja nicht mit der Frage nochmal zu Ende. Schönste musikalische Erlebnis. Jetzt von Konzerten her. Egal, also irgendwas, was mit Musik zu tun hat. Erster Sex, erste Lied, keine Ahnung. Ja, Sex ist ja nicht so ein musikalisches Erlebnis, aber okay, im Metal-Bereich ist das, weil wird eben geschrien, das ist... Ja, mit zunehmendem Alter wird Sex überbewertet, ich weiß. Ich glaube, also doch, das war glaube ich, diese Asien-Australien-Tour, die wir gemacht haben. Und natürlich das Highlight damals auf dem Nova Rock mit dem Hathaway zusammen. Das war, glaube ich, mit wem warst du in Australien und wie lange? Achso, das war mit der Metalband, mit Emergency Gate damals. Und ich weiß nicht, da haben wir diese komplett in Asien-Tour da über Japan, China gemacht, weil das auch diese China-Festival-Reihe war, diese Midi-Festivals. Und von da aus sind wir dann mit Chillen auf Bottom, das ist eben, ich glaube, die heißt, gibt es jetzt gar nicht mehr, die heißen jetzt, glaube ich, After Bottom. Und mit denen sind wir dann irgendwie auf die Australien-Sache aufgesprungen. Genau, und das war insgesamt, ich glaube, ein Monat. Und dann die... Vorher Asien? Korea dann eben komplett, dann mit China, Japan und von... Gibt es in Asien Rupees? Also als deutscher Musiker hast du da, glaube ich, ein besseres
Brett, sage ich mal. Also, ja, erzähl mal. Also Brett, was heißt Brett? Ich habe gehört, du bist verheiratet. Gab es deine Frau da schon? Ja, aber das hat ja nicht... Dann ist da nichts passiert, dann weiß ich das ja, ja alles gut. Dann reden wir was Brett, anderes. Verstehst du? Nee, Quatsch, nee, aber... Sag lieber nicht. So kommen wir zum... Ach nee, also diese Tour war... Ja, die war sehr schön und wie gesagt, das, also Festival-Highlight war definitiv das Nova Rock mit dem Hathaway. Kommen wir zum schlimmsten musikalischen... Boah, das ist sehr leicht eigentlich, weil das war, glaube ich, mit Tankard oder Sodom ein Konzert irgendwo in Bayern und da hat irgendwie gar nichts gepasst. Der Schlagzeuger, den ist irgendwie fünfmal sein Sampler runtergefallen und während der Lieder und wir haben unterbrochen und also... Da ging nichts. Es war glücklicherweise nirgendwo ein Obststand in der Nähe, aber ich glaube, wir hätten da echt... René, ich würde gerne jetzt deine neue Nummer mal einblenden oder den René schon mal vorbereiten, dass er die fertig macht. Du hast mir vor 2 oder 3 Wochen nachts... Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ja. Und manchmal, wenn wir abends, nachts am Rechner hängen, arbeiten, hallo, du bist auch noch wach. Ja, ich trinke auch noch ein Bier. Ja, ich auch. Man schreibt so ein bisschen und da hat er mir ein MP3 geschickt. Ja. Und ich hörte da rein und dachte so, boah. Also die, die mich kennen, ich bin ja normal gar nicht so aus der Rockschiene. Also ich höre auch schon mal rockig, ich höre auch schon mal alles andere. Aber eigentlich bin ich alter Rock'n'Roller, war Ted, wie ich klein war. Höre inzwischen aber ganz viel, was ich glaube, das spricht immer generell für Musiker. Also immer, wenn man Musiker trifft, also kaum einer hat ja irgendwie nur ein Herz für eine Sache, sondern viele stehen auf viele gut gemachte Sachen. Und viele, die ich kenne, machen auch viele unterschiedliche Sachen, die man eigentlich sonst als Zuschauer gar nicht zusammenbringen würde. Ich habe eben gehört, du hast auch eine Metalband gehabt, ne? Und ja, das hat damit angefangen, ja. Find ich sehr geil. Aber da hat er recht. Also man sieht eben als Musiker, dass man nicht eben sich auf eine, wenn du jetzt richtiger Musiker bist und nicht so diese klassische Musikpolizei, die ja draußen rumläuft, dass du eben echt sehr facettenreich sein kannst. Absolut, und, ja. Weil letztendlich, also ich finde, kennst du selber, Noten kann man nicht neu erfinden. Es ist eben nur eine Sache, auch wie sie, besonders auch wie sie vertont sind. Ne? Also ich kann ja jeden Schlager vorspielen und den verzerrt und ein bisschen und da denken wir zu denken. So, ja, klar. Das finde ich auch das Großartige an Sing mein Song. Ja, also ich finde, da kann man wirklich sehen, dass egal wo man herkommt, viele Musiker aus vielen Genres sich alle gegenseitig sehr schätzen und auch tolle Sachen dann draus machen, wenn sie es da singen. Also für mich ein Riesenformat. René, hast du soweit? Ja. Dann würde ich jetzt gerne mal in deine, auch wir reden danach über das Wieso, Weshalb, Warum, schön abzuschweifen, wenn man mal dran ist. René, spiel doch mal bitte ein. Ist nur nicht. Ihr habt oft zu wenig Schlaf und schaut den Teufel ins Gesicht. Täglich tiefer in den Abgrund und kein Ende ist in Sicht. Und nur durch euch scheint noch ein Licht. Oh, ich bedanke mich. Oh, ich bedanke mich. Wow, was eine Riesennummer. Aber das ist genau das, wie dich viele Monate mal kennen, als alter, harter Rock'n'Roller. Rock'n'Roll, ja. Rock, Hard Rock. Nein, großartige Nummer. Danke sehr. Wir waren stehen geblieben, du hattest mir das nachts rübergeschickt. Mhm. Ich habe da reingehört und dachte so, wow. Und hatte morgens um 3 Uhr, glaube ich, gesagt, Junge, das hat Potenzial. Das hat Potenzial, ja. Und ich glaube, das hat dann irgendwie ein paar Tage gedauert und dann hast du mir das Video geschickt. Naja, und dann nahm das seinen Lauf. In Monheim war es, glaube ich, ganz schnell rum in Facebook. Mhm. Und dann hast du gesagt, oh, ich bin da, ich bin in Amazon, ich bin da, ich bin dort. Und sag selber, wo es gerade hingekommen ist. Das Lied heißt Helden der Gesellschaft. Wir haben eben darüber diskutiert, war es Alltag oder war es Gesellschaft? Ja, Gesellschaft ist schöner als Alltag. Nein, aber das Großartige an dieser Zeit ist, glaube ich, gerade, dass jeder verdammte Job, den wir machen, wichtig ist. Man merkt halt immer, wie wichtig ein Job ist, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das ist wie in einer Band. Wenn einer scheiße spielt, ist die ganze Band scheiße. Und ich glaube, in der Gesellschaft ist es auch so, wenn man irgendwann auf irgendwen angewiesen ist, merkt man erst, wie wichtig die Leute sind. Ja, die Kette ist halt eben so stark wie das schwächste Glied. Genau, und das kommt halt in diesem Song großartig zum Ausdruck. Wie ich da drauf gekommen bin, ist einfach, dass mir das ein bisschen gegen Driss gegangen ist. Jeder hat über Corona gesungen. Und jeder wollte irgendwie gucken, dass er jetzt einen Corona-Song macht und hat dafür Merchandise irgendwie auch produziert über dieses Lied. Und
Da habe ich mir irgendwie gedacht, so geil, letztendlich ist das ja schon sehr nutznießerig gemacht für sich selbst. Ne? Und sonst würde ich ja irgendwie Merchandise machen, das vielleicht irgendwie sponsern und sowas. Es gibt klar, es gibt auch Bands, die haben Songs gemacht darüber und das dann auch gesponsert und sowas, die Einnahmen. Und ja, aber irgendwie kam, finde ich, in meinen Augen zu kurz, dass die Leute, die wirklich das überhaupt ja irgendwie möglich machen, dass wir eben noch unsere Getränke bekommen und sowas, vom LKW-Fahrer, der jetzt irgendwie alles beliefert, vom Gesundheitssystem generell, die Leute da, die da alle arbeiten, ob das die Altenpfleger sind, die schon seit Jahrzehnten unterbezahlt werden und alles und die Tarife da generell nicht stimmen und vom Polizisten, der, wie ich mitbekommen habe, auch ohne Maske rumläuft, weil zu wenig Masken da sind, ne, was natürlich auch sehr, in meinen Augen auch so, ja, geht gar nicht, dass Mediziner bzw. Leute vom RTW oder Polizisten, die im Einsatz sind, ohne Masken teilweise rumlaufen, weil zu wenig da sind. Und ja, aber dieses ganze System, das hat eigentlich irgendwie, wurde es nie beachtet. Und das ist einfach Fakt. Und die Leute, die sind einfach unterbezahlt, Tarife stimmen nicht, die haben viel zu viel Arbeit mit zu viel wenig Leuten. Und ja, und jetzt auf einmal denkt man sich so, ja, hätten wir mal was anders gemacht. Ne? Man wurden Jahrzehnte klein gehalten und die Leute, die sie klein gehalten haben, die sind jetzt gerade am Applaudieren dafür, dass die jetzt arbeiten. Und ich finde, das passt alles nicht. Und so ein blödes Klatschen, also viele Krankenschwestern sagen es ja auch und Ärzte, klatschen wie Neandertaler oder was weiß ich, wie ein Affe aus dem Zoo draußen auf dem Balkon, das bringt uns halt nichts. Wir müssen irgendwie was ändern am System. Es war schön und ja, und das war eben der Grund, warum ich dieses Lied gemacht habe. Und das kam auch innerhalb von echt von noch nicht mal einem Tag, das hat vielleicht eine Stunde gedauert, da hatte ich den Text schon fertig im Kopf und das hat sich auch alles so gepasst, als hätte es sein müssen. Manchmal hat man so, also Musiker, irgendwie so ein Ding, das muss genau so sein, wie es gerade ist. Das darf nicht anders sein. Und ich habe auch nichts am Text irgendwie verändert, sondern das kam einfach so rausgesprudelt, genauso wie die Musik. Und habe das dann alles schnell, innerhalb von einem Tag aufgenommen, habe am nächsten Tag das gemixt, so, und dann habe ich diesen Aufruf gemacht, dass ich irgendwie Videomaterial brauche. Und na klar, es ist jetzt nicht so ein supergeiles, tolles HD-Video. Wie soll es auch machbar sein in Quarantäne? Sondern nein, aber es tut auch gar nicht Not. Ich glaube, das macht es auch eben aus. Also, dass diese Message rüberkommt, weil es eben nicht so perfekt ist. Also ein guter Song, für mich ist immer ein Song, der groovt und einen Inhalt hat. Oder eine Botschaft. Ja. So, und dann ist es total egal, wie gut oder schlecht das aufgenommen ist. Also immer, wenn ich mein E-Mail-Fach aufmache, da haben sich irgendwie 5 Bands wieder vorgestellt, die gerne hier spielen wollen. Ich mache dann mal eine Buchhaltung und lasse das im Hintergrund laufen. Und wenn es ein guter Song ist, egal welche Qualität, also wenn es ein guter Song ist, dann hört man das. Du denkst so, hey, cool, das ist groove. Ja. So, und die machen Mucke und hat keiner Bock, ein Handy oder irgendwie mal was draufzuhalten oder mitzuschneiden. Aber ich finde, ein guter Song hat, natürlich ist es immer schön, wenn es eine gute Qualität hat. Wenn man es kaufen will, soll es auch schön sein. Aber ein guter Song erkennt man auch ohne HD. Und der Song ist Hammer. Und ich glaube, viele von euch haben den auch zu Hause. Und Herr Spahn, der Song ist für dich. Änder was. Ich will auch keinen Arzt, der nur 2 Stunden in der Nacht vorher vor meiner OP geschlafen hat. Das will keiner. Und ich ja, es geht ja, also das zieht sich auch durch. Ich glaube auch nicht, so ein Arzt, der ist, hat jetzt nicht gerade unbedingt wenig geschlafen. Ich glaube, der Arzt hat auch andere Substanzen in sich drin, damit das überhaupt aushält. Ich glaube nicht, dass der dich unbedingt jetzt ganz nüchtern... Uwe, mein Freund. Ja, sorry, dass ich das sage, aber die müssen ja auch irgendwie... Ich habe Bilder gesehen, die mir zugesandt worden sind. Ne? Teilweise auch echt irgendwie aus dem OP-Saal und sowas. Ich finde, wir müssen eben mal auf die Ärzte anstoßen. Unbedingt, ja. Was ist das jetzt hier eigentlich? Du hast einen wunderbaren West Cork. Nein. Doch, hast du da einen West Cork? Ein West Cork, ein 10-jähriger. Ein Single Malt. Ein Hoch auf die Ärzte. Prost. Meine Lieben. Und natürlich ein Hoch Pfleger. Auf die Pfleger. Ja. Und jetzt wird aber jetzt. Wir machen jetzt die Flasche leer und. Moment. Ein Hoch auf uns, ja. Ja, Michel, du bist extra mit dem Fahrrad gekommen, damit nichts passieren kann. Ich bin oh, der hat aber jetzt hier, der hat aber noch mal ein bisschen mehr da drin, ne? In seiner Bolle. Ich bin auch schon was länger dran hier. Guck mal, jetzt können wir aber dazu, so ein Whisky gehört auch irgendwie so eine Zigarre, oder? Hab ich mal, Eine Zigarre? Ja, hab ich mal. Ja, sollen wir uns in die 70er Jahre beamen? Doch. Weiß ich nicht. Aber wir haben da eine bezaubernde Assistentin, die da irgendwie was ganz Tolles vorbereitet hat. Guck mal, die sind angeschnitten, sehe ich. Egal. Doch, das reicht.
Ja, das auch hab, gut. Das habe ich ja schon. Ach, wir haben nur ein Feuerzeug. Die Zeiten sind schlecht, wir haben keinen. Michael, willst du auch eine? Ich hier so vielen Dank, aber da bin ich aus. Ich habe so eine kleine. Vielen Dank, da bin ich, da bin ich raus, aber. Wie ich klein war, haben lasst die alle euch schmecken. Im Fernsehen. Und ich habe gehört, wir haben unglaublich viele Zuschauer heute Abend. Und ich glaube, raucht doch alle mal eine mit. Ja. In Zeiten wie diesen ist, glaube ich, mal eine erlaubt. Normalerweise rauche ich das nur bei Hochzeiten, Taufen, Corona. Micha, du darfst so lange gerne was erzählen. Was möchtest du wissen? Mir ist eingefallen, meine erste Schallplatte. Ach, ja, stimmt. Ja, es war James Last. Ich kam eben nicht drauf im Affekt, aber das war, ja, es war völlig verrückt. Ich hatte eine sehr unterhaltsame Chemielehrerin am Gymnasium, die Warst du in Monheim im Gymnasium? Nee, in Leverkusen, frei vom Stein. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, damit man nicht irgendwas nachverfolgen kann. Aber sie hatte auf jeden Fall einen Dachbodenfund oder sowas in der Art und hat das unter den Schülern für ein paar Pfennig verkauft und der Erlös ging zur Pflege der Enten, die im Innenhof immer brüteten jedes Jahr. Das war ihr Geheimprojekt. Großartig. Genau, und ein Kumpel von mir und ich haben aus spontaner Lust, hi Björn, wir haben heute noch telefoniert, ein paar James Last Platten gekauft. Weil der, ich glaube, das war kurz vorher, dass der bei TV Total für die Heavytones eingesprungen war, weil die irgendwie im Urlaub oder auf Tour waren. James Last, Tour. Wart ihr in Leverkusen auf der Musikschule als Leverkusener oder seid ihr früh weggezogen? Ich nicht. Ich hatte Privatklavierunterricht und Bassunterricht in Köln. Ja, das Privat hat in dem Fall jetzt nicht, ja, wie in allen anderen Fällen, einen luxuriösen Grund, sondern eher, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich war erst da war ich 6, als ich angefangen habe, Klavier zu spielen, oder 7. Also insofern, ich habe keine Ahnung, wie wir da gelandet sind, aber ich bin sehr happy, da gelandet zu sein. Das war super. Aber auf jeden Fall, Matthias, von welcher Tankstelle sind die? Die sind ja unglaublich süß. Ja, die sind von der Naschi. Aber Leverkusener Musikschule habe ich auf jeden Fall trotzdem. Jetzt keine mehr übrigens. Aber ich kam auf die Musikschule in Leverkusen, weil ich habe mal 8 Jahre Trompete gespielt. Oh. Vor der Pubertät. Oh. Und in der Musikschule Leverkusen. Und mein Trompetenlehrer gehörte zum Ensemble von James Last seinerzeit. Ach so. Okay, ich habe den Namen vergessen. Also sollte einer so, ich habe heute noch überlegt, Ende der 70er, Anfang der 80er auch Trompetenunterricht bei einem Engländer gehabt haben in Leverkusen. Der hatte diese braun-weißen Hunde, wo die Beine nicht viel länger sind wie der Bauch. Die sind total Beagle, oder? Naja, ach so, nee. Die sind aber so groß. Anja, weißt du, wie die heißen? Sind das die Beagle? Messet. Ach, Bassett. Bassett. Ja, dann hatte der einen Bassett und der lag dann immer in der Ecke und grunzte so vor sich hin und furzte vor sich hin und wir haben dann irgendwie mal schön Unterricht gehabt. Nein, war ein verrückter, geiler Typ und hatte mir mal ein Mundstück geschenkt und sagte das von Louis Armstrong. Das war wahrscheinlich nur, um mich zu motivieren damals, aber ich habe es irgendwie sehr lange geglaubt. Ich hab im Studio ernsthaft so ein, ich glaube, das war ein AKGs oder so. Meine James Last Geschichte. Eines der ersten Mikrofone, ich glaube, von Blackbird Studios sind die, von den Beatles noch. Ach, geil. Klingt natürlich nicht so gerade geil, ne? weil die sehr mittenlastig sind. Ja, gut. Aber das ist eben echt, also so eine Sache, wenn du mal so einen Vintage-Sound und sowas brauchst, also die sind echt, das ist der Hammer. Geil. Gibt's Fragen an unsere Musiker? Gibt's Fragen zum Leben? Fragen zum Überleben? Ja, das machen wir ja gerade. Ja. Wer hat diese Frage gestellt? Oder? Dominik Löchner. Hast du Malibu hier? Nee. Ja, okay, dann hat sich das erledigt. Nein, wir machen ja keine Cocktails, weil der wirklich so ein fauler Sack ist. Das ist ja kein Cocktail, das ist einfach ein geiles Zeug. Pur? Nein, du sollst, also das schmeckt eben 1:1 wie ein Apfelstrudel. Malibu und Apfelkorn? Nee, da brauchst du eben Zimt auch noch dafür und dann. Muss das eben dann alles so wegschlürfen und dann. Ja, apropos wegschlürfen. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich hier vorbereitet. Ich denke, das ist die Werbung. Ja, Werbung. So wie eben die Werbung. René, kann ich den Kopfhörer weiterreichen? Ja, Leute, fragt bitte. Das ist interaktives Fernsehen, so wie wir früher fast.
Nur mit älteren Menschen. Hör mal. So. Oh. YouPorn. Warte, René, ich bin noch nicht so weit. So. Die erste Überraschung, wenn das Bild aufgeht. Ah, geht noch nicht auf. Ah, doch. Der erste Schwarzblende davor. So, bist du parat? Ja. Dann drücke ich jetzt mal auf Start. Achtung und. Schweren Zeit des Corona. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Achim, meines Zeichens Musiker und Tätowierer. Und ich kam 2006, glaube ich, hat es der Zufall so ergeben, durch eine Band in dieses kleine verschlafene Dorf Monheim, Baumberg, wie auch immer. Da am Rhein. Und da hat man sich eine ganze Zeit im Zwitscherstübchen aufgehalten. Und irgendwann kam so ein Typ rein, von dem ich schon viel hörte. Und er war mir zuerst total unsympathisch. Ich dachte, was für ein Spinner, was für ein Spacken. Ja, dann hat man sich dann irgendwann doch mal kennengelernt. Dann hat er irgendwann erfahren, dass ich Tätowierer bin, dann habe ich ihn tätowiert. Er hatte Angst wie eine Muschi. Musik war in der Kneipe. So. Und dann dachte ich schon so, oh, was für ein Wichtigtour, ne? Dann war ich mit ihm mal irgendwann, als wir uns dann wirklich annäherten, dann war ich mit ihm im Proberaum. Damals bei Still It Cries. Oh, das muss 2006, 2007 gewesen sein. Und stellte dann fest, ist gar kein Spinner, ist schon ein Spinner, aber was für ein geiler Musiker, ne? Was der da geprobt hat oder wo wir beim Proben waren, was die da für einen Lärm gemacht haben, aber einen geilen Lärm. Und er dann dazu ein Solo gespielt hat und dazu noch gesungen. Und dachte ich schon, das geht eigentlich gar nicht. Aber doch, das ging. Und dann erfuhr ich halt eine ganze Menge so, dass er schon mit 16 in einer Pink Floyd Coverband gespielt hat, hat da den Gitarrenpart übernommen und dachte schon so, ja, nee, okay, also Ausnahmemusiker. Und so lernte man sich über Jahre immer weiter, immer näher kennen, dafür, dass ich dann immer wieder nach Baumberg kam. Ich kenne eigentlich keinen, der so vielseitig ist als Musiker. Und als Produzent, das ist mir wirklich noch nicht untergekommen. Und ich mache schon sehr, sehr lange Musik. Ich mache, glaube ich, länger Musik als Matthias. Und ich merke, als wir dann angefangen haben, Sinnestheta zu gründen, da wurde es mit uns halt musikalisch, kam die Verbindung. Das war 2015. Da hat er gesagt, ich mache einen Song für uns, du und ich heißt das. Hat dann quasi unsere Entstehungsgeschichte in Text verfasst. Und Musik noch untergelegt und das war ein grandioses Lied, toll und so. Und so entstand dann Sinnestheta. Auf den Namen bin ich dann gekommen, weil ich dachte, wir tun das, wonach uns der Sinn steht. So. Und das fand ich eigentlich ganz passend, Sinnestheta. Und so entstand dann auch dieses Liedchen Helden der Gesellschaft. So, also Matthias hatte die Idee, in diesen schweren Corona-Zeiten jetzt zu sagen, es gibt das und das und das Corona-Lied. Aber es gibt eigentlich kein Lied, wo man den Leuten wirklich dankt, die an der Front sind direkt. Also die sagen, dieser Mensch ist außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich. Der hat so viel Musik. Verständnis, was der in sich hat. So viel Herz trägt er auch in sich. Und also für mich viel und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel für andere Menschen. Ja. Und deswegen war ihm dieses Lied Helden der Gesellschaft auch ganz, ganz doll am Herzen. So, weil er einfach ein extremes Sensibelchen ist, so wie ich auch. Wie, glaube ich, die meisten Musiker.
wenn sie nicht gerade Arschlöcher sind. Also erstmal alles Gute. Ich wünsche euch noch viel Spaß den Abend. Und Matze, du bist ganz toll in meinem Herzen. Ne? Ciao erstmal. Achim in Jung, vielen, vielen Dank nach Hamburg für diesen großartigen Take. Ja, die Quintessenz der Lobhudelei, Muschi. Ja, ja, sacken lassen. Hör mal. Also der Achim, also, wie gesagt, wie wir uns kennengelernt haben, das ist so eine Sache für sich. Und ich, das ist ein paar Jahre her, ich glaube, jetzt ja, müsste 15 Jahre jetzt her sein ungefähr. Und also das ist ein Mensch, also der ist ja in Hamburg, also, das, den trage ich so in mir. Und du kennst es bestimmt selber, also wenn du so ein Leben hast, dann versuchst du eben 10-mal am Tag dich irgendwie bei ihm zu melden. So. Und irgendwie passiert es dann auch nicht, weil dann sagst du, ey, ich ruf gleich an, dann kommt wieder was dazwischen, dann hast du hier noch einen Scheißjob und sowas, dann hast du noch eine Auftragskomposition, die du fertig machen musst und dann sagst du, okay, ich ruf morgen an. Ja, und dann irgendwie, also, mir tut das im Herz voll weh. Ne? Und dass er so weit wohnt. Ja, nicht nur das, also heutzutage ist ja kein Hindernis, da mal eben hinzufahren und ich werde jetzt auch die Tage auch mal dahin fahren jetzt auch, also Corona hin oder her. Ich glaube, das wird ja jetzt 4., 5. oder sowas, ne? Ich finde, der Achim und ich, wir lernen uns auch gerade nett kennen die letzten Tage. Wir haben viel gesprochen, was du natürlich alles nicht wusstest. Ich glaube, wir kämen auch gut miteinander klar. Achim, komm mal her, ich würde mich freuen. Sie ist ja oft hier. Also der kommt ja auch dann oft hier hin. Und ja, aber ich weiß, das muss ich gerade so ein bisschen sacken lassen, weil das ist echt so ein... Ich wäre davon ausgegangen, du weinst. Und eigentlich war der Plan, dass wir dich in Großaufnahme hatten und dass man deine Tränchen sieht. So, die Frau Müller macht die Papiere für den Kameramann fertig, der das nicht hingekriegt hat. Wir machen das beim nächsten Mal in der Talkrunde hier. Aber, nein, ich kenne das gut. Also, ich sage immer gerne, Künstler, Musiker und wir Gastronomen, ersten beiden Gruppen wollen immer nicht gerne hören, dass wir Gastronomen eigentlich auch so mit in diesem Boot sitzen. In Corona lernen wir gerade, dass wir es tun, weil wir alle gerade 0 Euro verdienen. Aber wir stecken alle unglaublich viel Leidenschaft in das rein, was wir tun. Und wenn man da mal dann einen Seelenverwandten trifft... Leidenschaft, die Leidenschaft. Wie war das nochmal? Oh ja. Ja, aber wenn man da mal einen findet, der die gleiche Leidenschaft an den Tag legt. Ne? Also das ist ja großartig. Man muss sich ja auch mit Leuten austauschen. Also hier gerade in der Corona-Krise... Ist das eben so, ich ecke viel an mit vielen Leuten, weil ich eben, wie gesagt, ich rede so, wie ich es hier habe, so weißt du. Ist halt so, aber dann lege ich es auf den Tisch und mache auch viele Leute dann an und sage, ey, Alter, du bist halt jetzt ein Spinner und sowas, ne? Aber ich bin auch ein Mensch, wie irgendwie Adenauer gesagt hat, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Also am nächsten Tag ist mir das auch völlig egal, das interessiert mich auch null. Wenn andere Leute nachtragen sind, so, dann ist es halt so. Aber beim Achmi ist es halt so, dass er genau das nachvollziehen kann und genau dann auch so fühlt, wie ich das dann auch gesagt habe. Und ja, klar, das ist halt so. Dann fühlt sich am Abend immer ein bisschen scheiße und sowas, aber am nächsten Tag ist das auch wieder gegessen und dann ist das auch wieder gut. So und das. Deswegen, also, das ist krass. Also er hat es hervorragend auf den Punkt gebracht. Also ich weiß noch sehr genau, wie ich dich kennengelernt habe. Und da dachte ich auch, wie der Achim, was ist denn das für ein Spacken? Dann sagte auch einer so, ja, das ist der vom Haus auf Rock. Ich so, aha. Aber du kamst wieder, du warst, nein. Ich habe ja eine Schweigepflicht und dein Kumpel hatte beim nächsten Mal auch bezahlt, alles gut. Und Herr Lucky, wollte ich mal sagen, er war das, genau. Nein, alles gut. Und es gibt so Menschen, die nicht auf den ersten Eindruck glänzen. Ne? Aber es ist ja toll, wenn man irgendwann sieht, so man kommt an seine eigenen Toleranzgrenzen und sieht, oh, ich lag total verkehrt. Und ich glaube, wir haben ja auch so dreimal gebraucht, bis wir uns angenähert haben. Mhm. Und ich schätze das auch sehr, nachts auch mit dir dann zu schreiben. Ne? Und zu trinken vor allem. Manchmal hat der eine, apropos trinken. Ja, ich habe meinen aus. Ich trinke jetzt mal hier diesen Monkey. Shoulders, hervorragender Whisky. Affenschulter, also das ist ja auch sehr interessant. Affenschulter, in Schottland wird ja noch per Hand gemälzt. Melzen nennt man den Vorgang, wenn man die Gerste kurz reifen und dann wieder trocknet. Ja, 2 Zell, das reicht vollkommen aus. So, und wenn man dann, wenn die Gerste über dem Feuer trocknet und man wendet das mit der Hand, damit es nicht schimmelt,
hat man irgendwann eine Schulter vom Schaufeln. Und diese Schulter nennt man Monkey Shoulder. Darum wurde der Whisky Monkey Shoulder genannt. Ja, ganz ehrlich, allein deswegen hat es sich gelohnt, hier hinzukommen, um sowas mal zu erfahren. Das ist ja total geil. Also, jeder Tag muss einen Mehrwert haben. Schön, wenn... Ja, mach Rouge kaputt hier. Ich muss gerade mal ein bisschen auslaufen. Ich schwimme gerade im Geld, mach ja, kaputt. Genau. Ja, wir trinken jetzt auf die Altenpflegerin. Jetzt sind die Altenpfleger dran, ja. Pfleger und Pflegerinnen. Wie heißen die Pfleger, die nix sind? Weiß ich nicht. Anja. Du bist die Beamtin. Pfleger. Du bist Beamtin. Wo bist du Beamtin? In welchem Dienst denn? Aber an euch denken wir auch. Prost. Ja. Vom Gesundheitsamt, die Leute und so. An die Kollegen von der Anja, die gerade alle in die Notfallzentrale berufen wurden. Gucken die zu. Nico, einen schönen Gruß. Alte Schnapsnase, ich dachte, du musst arbeiten. Zum Wohl. Und mein Schwesterchen, muss ich mal grüßen, die Annika Corona, die Geburtstag hatte. Ich habe es ihr versprochen und ja, ich habe auf mein Handy geschaut, eben kurz. Und ja, somit grüße ich dich. Und die Annika Corona hat den Kontakt zum Achim hergestellt. Annika, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ach. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben ja groß im Umfeld recherchiert. Wo kommen wir am nächsten ran? Wer kann schöne Sachen reden? Wir haben es auf die Kürze der Zeit nicht geschafft, geheim in eure Wohnungen zu kommen. Wir arbeiten bei den nächsten Gästen dran. Gibt's Fragen? Gibt's Mittrinker? Ich habe eben gehört, der Toni ist da. Wer trinkt eigentlich mit? Der Toni, der Christoph Meiners meint. Nee, der Toni, der lange Toni, der von der Marion. Der Toni. Ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Ich bin ja froh, wenn ich Leute... Strohkötter, genau. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja! Ja, das ist so mein Name. Ah, okay. Das Gastronomen, nee. Ja klar, kenne ich. Noch nicht. Ja, das ist hart so, ja. Ja, also. Der André, ja, der André hat, glaube ich, heute auch nochmal das Rumset gezeigt. André, ich hoffe, es schmeckt, aber nächste Woche ist das Tasting. Boah, ich muss das Gin-Set holen. Ich liebe ja Gin. Wir waren eben bei der Metalband von dir. Ja, genau. Unbedingt. Ach so, ja, nee, hören. Das ist, ja, da gibt's leider... Da gibt's leider nichts zu hören. Ja, also, wir waren jung und brauchten das Hobby. Habt ihr eigene Sachen gespielt oder nach? Ja, nur, aber das war... Wie hießen die? ich glaube, das sagt alles. Du weißt nicht mehr, wie Schlebusch Thunder. Eigene Band hieß, oder was? Ja, wie gesagt, das ist lange, lange her und hat auch nicht so lange gehalten. Nee, ich komme gerade nicht drauf. Hättest du noch mal Bock auf eine Rockband? Aber habt ihr eigene Sachen gespielt oder habt ihr nachgespielt? Ich habe auch nur eigenes Zeug. Damnation X hieß die Band. Alter, die kenne ich. Du lügst. Nee, dann hieß eine andere Band auch so, weil die kennst du unbedingt nicht. Unbedingt, Alter, ich kenne Damnation X. Du lügst. Alter, ist kein Scherz, ist aber... Nein, das kann nicht sein. Ins Mikro bitte, Mathis. Oder vor 20 Jahren, die hieß, ist kein Scherz, vor 20 Jahren irgendwie, die hießen Damnation X. Das warte mal, das müsste... Ich war 16, 100%. 17, das 16, war 16, 16, warte, 16, dann 22, ja, 18 Jahre ist das ja. Moment, das kann nicht sein, weil es gab eigentlich keinen offiziellen Release und nichts. Nee, aber ich kannte die drei Band. Gigs in Leverkusen. Ja. Und warum? Weil wir glaube ich, mit Emmetropy, oder wie die Band hieß, und ich glaube, die hieß Emmetropy, Damnation X und Still It Cries irgendwo in so einem Leverkusener Bunker gespielt haben vor 20 Jahren oder vor 18 Jahren. Aber haben wir gespielt? Ja. Im Bunker, der war in Wiesdorf, oder? Genau, ja. Ja, ja, der Bunker, den kenne ich, aber habe ich da jemals gespielt? Irgendwo haben wir da gespielt, ja. Und einmal irgendwo, da ist es auch so ein bisschen hochgegangen und so. Daher kenne ich Damnation X, ja. Der Bunker war so das Sirius von Leverkusen. Da gab es auch Bands, wie gesagt, Metropy Gas. Ich bin gerade schockiert. Ich kenne meine eigene Vergangenheit. Aber das Gute am Bunker in Leverkusen war, da konnte man das außerhalb nicht hören, was drin passiert ist. Das stimmt. Irgendwas mit M. Auf jeden Fall hat die. Das war ich, doch, das war ich. Also auf jeden Fall. Ja. Krass. Verrückte Parallelen. Überprüfen. Gibt's ja gar nicht. Doch, kannst du überprüfen. So, mein Handy, mein Handy ist da hinten und aus. Aber auf wie jeden ich Fall. Klein war, so die ganzen Metal-Szene unterteilte sich immer in Kiss oder AC/DC. Ja, das ist ja auch ganz schlimm. Metal. In eurer Zeit war das aber nicht mehr so, oder? Nö, bei uns war gar das nicht. Wir haben bei uns war das aber unsere ganze Kraft aus Nightwish bezogen und das dann. Was da? Aber damals war das echt so. Yes. Genau die Platte. Es gibt aber in dieser besonders dieser Rock
Schiene und sowas, ne, und Metal-Schiene, ich muss diese schöne Guinness, ich mache hier mal ein bisschen sauber, musst du, da gibt's ja diese, du hast ja viel mehr Musikpolizei, ne? Also diese Musikpolizei, so? Die dann da irgendwie so auf Konzerten hocken und nur am Kritisieren sind und denken, ja, boah, das ist scheiße. Und dann letztendlich hörst du mal selber die Musik an von diesen Bands und denkst, Alter, ihr könnt ja nicht mal eure Gitarre stimmen und stehst hier gerade und bist hier der Polizist, der, weißt du, der dir erzählen will, wie man Musik macht. So. Und das, also das ist im Metal-Bereich ist das ganz schlimm und ganz extrem Jazz ausgebaut. Jazz aber auch. Aber da bin ich. Ich wollte gerade sagen, als alter Rock'n'Roller ist das genauso. Also die sind alle sehr straight. Du hast ja auch immer auch in diesen Night. Es gibt ja diese ganzen Gruppen, Musikergruppen, NRW und hast nicht gesehen. Ne? Und ist ja schon mal aufgefallen, dass wenn du da irgendwas postest, also ich poste da gar nicht, weil mir so zu doof ist. So. Aber wenn da irgendwelche Leute posten, obwohl es geil ist, da gibt es kein Like, gar nichts. Nein. Da wird, nee, Alter, das kann ich nicht liken. Das ist genau wie bei Helden der Gesellschaft. Da kann ich jetzt, was weiß ich, 80% der Musiker und sowas würden da keinen einzigen Like geben. Die einzigen 9 irgendwie, oder ich glaube 9 Downs haben wir irgendwie so von, keine Ahnung wie viel, hunderten, tausenden Ups so, sind auf jeden Fall Musiker, am meisten auch noch aus dem Ort. So, weißt du? Und das ist einfach Fakt, so, weil die es einfach nicht wissen wollen. So, nee. Und dann haben sie selber irgendwie was drauf und dann siehst du, oh ja, Alter, ihr habt 80 YouTube-Views, so super. Aber Hauptsache einen Daumen runter, weil er irgendwie, und das regt mich so auf. Also ich bin nicht so, wenn mir irgendwas gefällt, dann like ich das. Ganz egal, von wem das ist. Es können auch Leute sein, die ich nicht mag. So, und wenn ich Leute nicht mag und ich finde aber, die haben ein geiles Produkt auf dem Markt so, und die haben ein geiles Lied gemacht, so, dann gibt es einen Daumen hoch, weil das musst du als Musiker absolut respektieren, dass das geil ist. Ganz egal, ob diese Person, die vielleicht dahinter stehst, nicht unbedingt freundschaftlich, charakterlich irgendwie magst, aber wenn das Produkt auch gut ist, Alter, warum gibt es da keinen Daumen hoch? Weil letztendlich hat jeder was davon, weißt du? Und darum geht es einfach. Das ist so ein bisschen, warum der Fachidiot Idiot heißt, ne? Das ist, ja, ist ja wirklich so. Das ist so ein bisschen diese Schwelle von, ich weiß was und das will ich anwenden und ich wende es an, indem ich andere schlecht mache, indem ich meine 3 Qualifikationspunkte, die ich habe, darauf anwende und nicht bestätigt sehe. Irgendwie, Horror. Ja, stimmt. Ja. Horror. Mit der Musik ist es ja wie mit der Menschheit. Es gibt die Netten und es gibt die Arschlöcher. Hm? Was ist denn Arschlochmusik? Es gibt Nein. Als Beobachter, nicht Arschlochmusik, sondern als Beobachter. Also, wie gesagt, es gibt halt gut gemachte Musik und das kann man anerkennen und es gibt halt schlechte Musik. Und es gibt nicht nur Metal ist richtig oder nur Jazz ist richtig oder nur Schlager ist richtig, sondern es gibt halt gute, handgemachte Musik. Es gibt keinen Schlager. Es muss nicht so die Geschmacksrichtung sein. Ich sage immer gerne Helene Fischer, das ist nicht meine Welt, aber das ist halt hochwertig, toll gemachte Musik. Absolut. Ich würde nicht auf ein Konzert gehen. Ich finde Helene Fischer Konzerte finde ich eigentlich relativ geil, weil aus einem Grund, sie covert ja ganz viel von anderen Menschen. Du auch. Ne? Wirklich, und die Frau kann eben halt auch singen. Also und die covert, ist mega. Ja, und die covert eben auch geile Songs, so, weißt du. Und darum geht's. Die hat auch tolle Jazzmusiker in der Kapelle. Nicht so gut wie meine Frau, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, weil ich habe sie ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, wie sie jetzt gerade so aussieht. Aber Aussehen ist ja total sekundär. Wir könnten auch Radio machen, wie wir aussehen, interessiert auch keinen. Aber wir machen qualitativ hochwertiges Kneipenshowbiz. Kneipenshowbiz, das finde ich. Kneipenshowbiz gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde, darauf sollten wir trinken. Ich habe nicht schon wieder leer. Ja, du hast mir auch extra, glaube ich, nur so halbe. Nein, leer, also. Es stimmt, du bist echt. Ach, Tatsache. Ach, guck mal. Ja, komm. Anja, vielleicht bereitest du mal einen Schratzel vor in der Zeit, wo ich mir überlege, was wir vielleicht noch für einen Whisky für Matthias haben. Aber ich glaube, ich muss auch gleich noch mal ein Bier trinken. Deine wo Frau mein schmeißt ja gerade alles um. Schreckenskammer Kölsch zur Neige geht. Also ihr müsst hier übrigens mal generell die Leute, die noch nicht im Spielmann waren, ihr müsst hier echt unbedingt, wenn das alles hier vorbei ist, mal vorbei. Da bin ich weil, ich, du, ihr seid, ihr werdet fasziniert nein, sein. Nein, wir reden nicht über den Spielmann heute. Scheiß Kneipe. Warum denn? Ich wollte das aber mal sagen. Wie jeder andere. Suffer als Wirt, aber ist ganz egal. Aber du kriegst hier, ey, ich liebe ja deine Saisonbiere und sowas, ne? Und das ist jedes Mal ein Erlebnis, wenn ich hier so ein geiles, irgendwie, was weiß ich, so ein Citrus Pale Ale hab und, oh, das ist immer so schön. Ey, scheiß drauf, wie irgendwie der Deckel aussieht dann irgendwann, aber. Es ist einfach, es ist ein Genuss. Allein hier mit dem Whisky, der Junge hat Ahnung. Ey, wie viele Wörter hast denn du, die so Ahnung haben, echt von Whisky? Das ist völlig verrückt. Unglaublich. Ich trinke ja sonst nicht so, also habe ich eben schon mit den Jungs besprochen, wann ich Whisky trinke. Ich glaube, aber er hat mir hier eine Flasche gestellt und der schmeckt. Wir loben ihn jetzt mal.
Hammer. Der weiß, was er tut. Ich sag, du hast Auszeit, wir reden mal über dich und genau. Wir loben dich. Nein, wir reden heute über Musiker. Und wir reden über euch und wir reden über Musik. Und wir reden über die ganzen großartigen Musiker, die regelmäßig hier spielen. Das ist auch sehr schön. Du machst ja immer diese Session. Ich habe ja nur eine kleine Kneipe. Ich habe immer davon geträumt, mal einen Saal zu haben. Ich bin ja aus Rösrath und da gibt es den Whisky Bill. Für mich eine der geilsten Kneipen im ganzen Land. Ich konnte seinerzeit leider den Besitzer nicht von meiner Seriosität überzeugen. Der Whisky Bill, ja, ihr lacht. Der Whisky Bill ist quasi vorne so eine Kneipe wie hier und hinten dran ein total geiler Saal. Der Vater vom aktuellen Besitzer, der hat das in den 50ern aufgemacht. In den 50ern, der Vater, großer Country-Fan, großer Cowboy-Fan, lief auch immer mit Cowboy-Hut durch das Dorf. Die haben gesagt, bist bekloppt. Ich meine, bei jedem guten Wirt denken alle, der ist bekloppt, aber die gehen alle dahin. Das ist bei Wirten so. Und der war halt ein riesen Cowboy-Fan. Es hatten in den 50ern hatten die Leute schon ihre Whiskyflasche da stehen. Und der Saal, den er damals hatte, das war halt ein Salon. Das war, du kommst da rein, hast gesagt so, ah ja, hier wurden alle Karl-May-Filme gedreht. Und unter diesem Saal war nochmal ein Keller. Da hat er dann privat gefeiert. Also das war dann Karl-May Deluxe. Also das war so ein geiler Country-Bunker. Also ich kenne das nur so von meinen Onkels. Die waren früher da und das war so 50er, 60er. Die einzigste Kneipe, wo jedes Wochenende Live-Musik mit Tanz war. Ich weiß nicht, was da für Live-Musik war. Also das war, glaube ich, nicht Country, aber war halt Tanz. Und das Ding, wie gesagt, wunderschön und bis heute. Und ich finde es bis heute nicht schade für Monheim, aber schade für mich, dass ich den Laden damals nicht haben durfte. Weil da war halt ein ganz toller Saal dran. Und ich finde es halt, das ist halt eine kleine Kneipe. Ich habe hier eine kleine Bühne und finde es großartig und bin sehr dankbar all meinen Musikern gegenüber. Ich kann hier keine großen Gagen zahlen. Wir gehen mit dem Hut, ich trete jedem in den Arsch, der nicht genug in den Hut tut. Und weil der Laden so klein ist, kann ich keine Gagen zahlen. Anja, du kannst ruhig den Schnaps zwischendurch reinbringen. Ich schmeiß ihn gleich wieder um. Also du solltest genau. Mal hier hinstellen. Ich höre ja nicht auf zu reden. Vielen Dank. Hier kommt gerade die beste Ehefrau von allen. Ich nenne mich ja so ein bisschen an Ina Müller hier, also was wir hier machen. Ne? Nein, wir trinken mehr. Ja, okay, ich glaube, die fangen immer schon halb betrunken an da. Das stimmt. Zum Wohl. Nein, wir dürfen uns nicht berühren. Achso, man darf sich nicht berühren. Ja, wir müssen aufpassen, sonst denken alle wieder in den Kneipen, man berührt sich. Und das geht gar nicht. Skoll. Soll ich mal einen spielen, oder? Schratzel. ich war noch nicht zu Ende. Achso, ja, dann. Nein, ich habe keinen Saal, ich habe nur eine Kneipe, aber ganz tolle Musiker, wie ihr beide auch. Du hast ja noch nicht gespielt, richtig. Da müssen wir mal drüber reden nachher. Achim. Was? Achim, wenn du mal da bist, ganz schnell unplugged hier auf der Bühne, Stagebox, ruckizucki, machen wir mal stimmt, eine Unplugged. Ich hab hier noch gar nichts gemacht. Immer nur hat aber auch damit zu tun, in der Ecke sitzend und spontan. Nee, das hat aber auch damit zu tun, da ich mich ja, wie du es merkst, als Musiker und als Produzent aus Monheim. Aber du lebst ja auch davon, also alles gut. Ja, aber da ich mich sehr aus Monheim raushalte. So, weil das ist auch nichts irgendwie Negatives, warum ich das mache, so, sondern Monheim hat genug gute Musiker, also genug gute Bands, die haben großartige Musiker. Die haben Magnus Helwigsen, also den CJ, die haben also mit Backseat Alice, so meine ich natürlich, ne, und also die haben Punkrock, haben sie Quirl, haben sie, oder habt ihr hier, also ihr habt geile Musiker und sowas und Jazzer, Funkmusiker. Alles. Also in Monheim gibt es echt alles. Und ich habe, wie gesagt, ich war übrigens nicht in Leverkusen in der Musikschule, ich war in Monheim in der Musikschule, beim Tomanek sogar. Und dann bin ich eben halt weitergezogen. Aber ich glaube, generell diese Musikkultur in Monheim, die ist sehr ausgeprägt, die ist geil. Und also für viele Leute steht meine Tür immer offen. Ja, apropos offen, ne? Geh doch mal an dein Gerät und spiel doch noch mal ein Lied für uns. Noch ein Liedchen. Wenn du magst. Oder wollen wir das Bier erst austrinken? Danach ist warm, schmeckt nicht so lecker. Ja, aber umso betrunkener du wirst, umso schlechter kannst du spielen, denke ich. Ja. Oh ja. man denkt zwar, dass man besser wird, aber man wird... Ich würde sehr gerne mal eine Talkrunde mit meinem neuen Freund Achim Tang hier führen. Wir hatten schon mal, es gab mal einen Vortrag in der Volkshochschule. Und über einen alten, großartigen Jazzer. Und wir hatten kurz begonnen, darüber zu reden, ob in den letzten 50, 60 Jahren
unter Zunahme von LSD und weiteren berauschenden Mitteln, ob die Musik dadurch besser wurde oder schlechter. Oder ob das nur eine Begleiterscheinung war. Ich glaube, das heißt Psychedelika-Wurze. Also wenn ich nein, mir so aber Pink man kann ja sagen, anhöre, damals schon die Musik war gut, weil du auf Droge warst oder du hast einfach nur, weil du deiner Zeit voraus warst, Drogen genommen, weil alle dich für verrückt erklärt haben. Also ich bin, also wie sieht es eigentlich bei dir als Musiker aus, wollte ich dich mal so fragen. Ich meine, abgesehen, du bist ja jetzt nicht auch, du trinkst jetzt hier, ist das hier so Gruppenzwang oder aber auf jeden Fall. Nein, aber. ist das ja so, viele Musiker, die haben ja so ein Drogenrepertoire, sagen wir mal von A bis Z, da ist irgendein Buchstabe dabei, was sie mal genommen haben. Und also ich bin. Der Frage vorweg kann man fragen, wie alt die Kinder sind. Deine. Eure. Ja, also, okay. Das ist kompliziert. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe gar nichts gesagt. Nee. Mein Drogenrepertoire reicht von Alkohol bis Alkohol tatsächlich. Ja. Und dank Karneval ist es extrem anders geworden. Ja, wirklich. Ist wirklich so. Und zwar, andere Richtung. Und zwar Richtung nix. Achso, also es ja, ist halt, ja, ne, ja. Du spielst halt irgendwie von Januar bis Mitte Februar 150 Gigs. Und wenn du da mehr als mal irgendwie einen Kölsch zwischendurch trinkst, kommst du Aschermittwoch nicht an. Naja, aber ich kenn auch andere aus eurem Genre, die sind eben hart im Nehmen. Also ja, so ein paar, aber die meisten. Wir wollen ja kein Komprimentierungsfernsehen werden. Ich sage ja auch keine Namen. Also von daher ist es. Kollegenkreis, ja. Die das auch so halten, weil. Also gerade als Sänger. Ja, das und du hast. Also ich glaube, wenn man ernsthaft professionell alt werden will im Karnevalsbusiness, muss man sich glaube ich sehr zurückhalten. Was willst du irgendwie samstags nach jedem Gig einen Kölsch trinken und du spielst 10 Dinger bis nachts um 1.30 Uhr und am nächsten Morgen um 10 Uhr ist Herrensitzung in weiß ich wo, Euskirchen und du fährst eine Stunde dahin und musst vorher eine halbe Stunde zum Treffpunkt. Ich war ja der musikalische Adjutant von Prinz Bernd hier damals, ne? Wie lange ist das her? 3 Jahre. Und Alter, das war eben noch da. Ja, das ist noch da. Und das hat mir, das war schon Ja, also wir geben uns Mühe, irgendwie alle im Rahmen des Erträglichen zu bleiben. Ich meine, ich fahre eh den Bandbus. Also insofern. Habt ihr keine Fahrer? Nee, zum Glück nicht. Also guck mal, ihr verdient doch so viel, was ist denn los? Also, dass ihr da keine ganz Fahrer ehrlich, habt. Hast du gerade gesagt, ich fahre nie oder ich fahre immer den Bandbus? Ich fahre immer den Bandbus. Wir haben ab und zu mal irgendwie ein altes Crewmitglied, das sagt, ich habe mal Bock, einen Tag mitzukommen, ich fahre euren Bus. Okay. Ich geh mal rüber. Aber, ja, mach das. Aber ich bin immer froh, wenn ich den fahren kann, weil ich habe einerseits einen Grund, mich nicht zu betrinken und andererseits einen Grund, nicht einzuschlafen zwischen den Gigs. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie in so einen Trance-Zustand zu verfallen und dann wieder auf die Bühne zu müssen. Also insofern. Also das ist ja auch so ein ganz schlimmer Kreislauf, ne? Egal ob Musiker oder Gastronom, ist es ja genauso. Man kann tun, aber entweder wird das ein Dauerzustand und du bist irgendwann ganz schnell weg oder du lernst irgendwann so, nee, das eine ist Arbeit und das andere ist privat. Ja, genau. In Momenten wie diesen, in diesen furchtbaren Zeiten, da kann man auch mal bei der Arbeit was trinken, aber die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich bei der Arbeit nicht trinke. Und ich stelle mir das vor, ihr kommt rein, baut auf, baut ab, macht eure Nummern, ab die Post, nächstes Zelt aufbauen, abbauen, weiter, genau. Nächstes Zelt. Also ich glaube, wenn man da irgendwie nicht konzentriert ist und bei der Sache ist, ist man da ganz schnell raus. Und dann Weiberfastnacht fährst du irgendwie nach, wir sind noch nach Heinsberg gefahren, da war aber anderer Stadtteil, nicht in, wo war das denn, in welchem Stadtteil, wo Corona da schon aktiv war. Hat Heinsberg mehrere Stadtteile? Aber ich glaube, das ist auch egal, Heinsberg weiß der Geier, das hätte überall passieren können. Der Regen kam quer über die Fahrbahn gefegt und du fährst auf der Autobahn und überholst einen T3 und in dem Moment fliegt dir das Wasser vor die Scheibe und du siehst ein paar Sekunden lang gar nichts. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte da mehr als das eine Kölsch zwischendurch getrunken. Puh, Horror. Ich bringe dann 4 Familienväter um. Da habe ich keinen Bock drauf. Und Aschermittwoch ist immer der Tag, wo ich nichts vertrage. Und dann übers Jahr geht's wieder und dann ab November geht die Kondition wieder in den Keller. Wie viele Kinder hast du? Eins und eventuell bald noch ein zweites. Wir werden sehen. Ja, es ist in Produktion. Das Kind ist in Produktion. Ja, ich hoffe, das kommt, ja. Das ist ja also, wie bei Befeni, wenn die Händen in Produktion. Das ist in Produktion, der Junge gleich noch 3 Bier, ne? Und dann habt ihr nachher wieder los und dann mal gucken, was geht. Nee, das ist fertig produziert, aber mal gucken, ob, also ich meine, man weiß aber nicht, aber sieht gut aus, ja.
Ihr also seid bald in zwei. Guten Umständen. Wie man so ja. als Kölner Ihr sagt. Seid schon in Umständen. Ja, ja. Oh, gratuliere. Ja, wir schauen mal. Aber ich hoffe doch. Welcher Monat? Erste. Zweite? Nee, 13. Woche jetzt. So, Anja, wann ist das Kind dann da? Ich kann sowas nicht rechnen. Oktober. Oktober, oh, großartig. Ja, pünktlich. Hallo vor Kind, der Karneval bis in einem halben Jahr. Genau. Tschüss. Genau. Matthias, bist du soweit? Och ja. Och ja. Dann freue ich mich. Du wirst ja so abgefüllt. Wir hören jetzt noch eine weitere Ballade, der Matthias. Nach nee, das ist ja nicht so wirklich eine Ballade. Naja, ist es Unplugged und Lagerfeuermusik? Unplugged sind immer Balladen, ja, ich weiß. Ja. Nein, Unplugged geht jetzt total ab. Mit Lasst es krachen zu Hause mit Die Zeit steht still. Matthias, hau rein. Ja. Herr Ü-Wagen ist schon übertragen. Ach, ist schon übertragen. Der macht der hat ein strenges Deo, hör mal, der kriegt den Arm nicht mehr hoch. Whisky rein und du musst dann noch spielen. So, fang ich mal an, ne? Drück mich an die Wand und verzeih mir meine Fehler. Und wenn das Leben mal nicht mitspielt, wie ich will, drück mich an die Wand und verflieg über die Täler. Und lass uns weiterziehen und die Zeit steht heute still. Sieben Nächte lang und sieben Tage sind bereits schon vergangen. Dass die Flasche nicht meinen Hals verlässt und mich schon wieder eine Träne verlässt. Was soll der Scheiß im Kopf von einem schlechten, miesen Kinofilm? Kann es nicht einfach sein oder leichter sein? Ich weiß, einfach ist oft schwer. Drück mich an die Wand und verzeih mir meine Fehler. Und wenn das Leben mal nicht mitspielt, wie ich will, drück mich an die Wand, lass uns fliegen über Täler. Und lass uns weiterziehen, denn die Zeit steht heute still. Ich zähl die Stunden, bis die Dunkelheit einbricht. Dieses Gefühl hinein, wenn die Nacht erscheint und es auch irgendwie geborgen ist. Im Kopf ein dunkler, leerer Traum, kein Platz für eine Frau. Hinter der Mauer ist ein Licht. Drück mich an die Wand und verzeih mir meine Fehler. Und wenn das Leben mal nicht mitspielt, wie ich will, drück mich an die Wand, fliegen über Täler. Lass uns weiterziehen, wenn die Zeit heute stillsteht. Wenn die Zeit heute stillsteht. Wenn die Zeit heute stillsteht. Das keine Ballade war. Für da, wo du herkommst. Aber großartig. Nein, wunderschön. Ja, Prost. Also den Song hat der Matthias mir heute Nacht geschickt. Du darfst gerne nochmal hochkommen. Oder muss man... Ah, nee, dann geh erstmal auf Klo. Ich erzähle gerne von letzter Nacht. Nee, musst du nicht hören. Geh ruhig auf Klo. ich suche jetzt nicht, was du mir per Sprachmessage geschickt hast. Aber ich fand das großartig. Die Nummer hast du mir letzte Nacht geschickt. Die habe ich auch gestern Abend erst geschrieben. Sensationell. Also das zeigt das Genie in dir. Danke. Und hat das geschickt und wir haben ein bisschen drüber geredet und philosophiert. Und dann schrieb er mir irgendwann so eine halbe Stunde später, so aus der Menge, schreib noch den Text auf. Ja, wo ich ihm zurückgeschrieben habe, so, ja, schönes Lied. Und er so, nein, schreib den Text auf. Und ich so,
Heute, wann war das? Junge, du spielst morgen, was willst du von mir? Und er schrieb zurück, dann kam die Sprachnachricht. Ich hab dir eine Sprachnachricht geschickt. Nein, drei. Alter. Ich spiele dir jetzt nicht vor, aber im übertragenen Sinne war das so, ich kann mir das bis morgen nicht merken. Was aber das Genie in dir zeigt, ne? Wenn man sich hinsetzt und schreibt so eine Nummer mal eben schnell und so einen Text, großartig. Ne? Womit wir wieder eben bei der Nummer sind, inwiefern sich Drogen positiv auf musikalische Prozesse auswirken. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die ich echt gerne mal ernsthaft auch... Die müssten wir einzeln machen. ...mit dir, Achim Tang, führen würde. Und, wer ist eigentlich Achim Tang? Ist das ein Dealer hier? Oder? Du kennst Achim Tang nicht? Nee. Oh, ihr müsst euch kennenlernen. Achim Tang ist der Kollege, der... Achim Tang ist der Kollege, der die Triennale an das Monheimer Publikum verkaufen muss. Ich hoffe, ich drücke das so gut aus. Triennale ist ein Begriff? Ja, das schon, ja. Ich habe ihn gerade nur unter, also unter... Triennale wird ein großartiges Festival sein, in dem Künstler der neuen Musik, viele unterschiedliche Musiker mit unterschiedlichen Stilrichtungen zusammengebracht werden, die alle sehr speziell oder sehr gut in ihrem Genre unterwegs sind, aber meines Erachtens noch sich als Künstler sehen. Viele Musiker heute, die machen, die spielen was, machen Tanzmusik, machen Geld damit, sehen sich aber jetzt nicht wirklich als Künstler. Auch eine spannende Frage. Asche da rein. Ja, habe ich. Oder zu meiner auf den Boden. Nein, also es ist auch. Hoppala. Es geht schon wieder los. Okay. Also ich glaube, es ist auch eine spannende Frage, wie viele Musiker sich heute noch als Künstler sehen. Und dieses Projekt beinhaltet auch, dass die Künstler verpflichtet werden, eine Woche in Monheim zu sein, ihres zu machen, aber auch gemeinsam Neues zu erschaffen. Ich glaube, und das dann zu präsentieren. Um kurz auf die Frage, ich glaube, dieses Künstler-Ding und Musiker, das ist mittlerweile, also du machst hier, also ich mache mir keinen Gedanken mehr darüber, bin ich jetzt Künstler oder Musiker? Absolut. Sondern ja, es ist alles irgendwie, es ist so verschmolzen, so, weißt du, so Fusion-mäßig. So, ne? Das ist beides irgendwie das Gleiche. Klar, es kann jeder Mensch irgendwie so 5, 6 Akkorde, sag ich mal, oder ein paar Kadenzen auf der Gitarre oder auf jeden anderen Instrument spielen, aber es kommt ja darauf an, wie du es verbindest, mit welchen Texten du es verbindest und so, und da kommt vielleicht der Künstler wieder raus, ne? weil du eben Wirrwarr im Kopf hast, wie ich gerade so momentan, so, und dann sprudeln eben sowas raus, wie gestern Abend so innerhalb von 1, 2 Stunden so Gedöns, weil du einfach den Kopf voll hast, oder aber das ist trotzdem, in meinen Augen ist das kein Künstler. Klar, können viele Leute sagen, du bist ein Künstler, ich bin ein Künstler und sowas, aber für mich ist das einfach so, nee, bin ich nicht. Und ich glaube, Picasso war auch kein in dem Sache kein Künstler. Ich glaube, der hat einfach gemalt und das kam einfach so aus seinem Kopf und das war einfach ein Maler. Ja, und hat er sich das selber auch gedacht? Na, hat der gedacht, oh, ich bin ein Künstler oder... Hat er bestimmt nicht. Also nee, der hat nicht gesagt, ich bin ein Künstler, genau. Aber viele Leute sagen das ja mal, Künstler und nee, das sind... Einfach Musiker, die was irgendwie im Kopf haben, sag ich mal. Wie ein Schreiner, der geile Ideen hat und geile irgendwie, was weiß ich, Möbel irgendwie entwirft und sowas. Ja, ich pranger das an, was du gerade sagst. Ja, schön, häng mich an Galgen. Nein, also der gemeine Musiker für mich sollte schon was machen, was kein anderer macht. Und ich finde, wenn du irgendwie, ich meine gerade du schreibst ja selber. Du schreibst selber, du produzierst selber. Und normalerweise, früher hat man sich ja, du hast ein Album gemacht und das Album hatte einen roten Faden. Also auch wenn jedes Lied für sich einzeln stehen konnte, hat aber auch ein Album eine Message durchgängig gehabt. Und du hast ja aber auch einen Künstler gesucht, der dir dein Cover gestaltet hat, damit das zu deinem roten Faden im Album gepasst hat. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ja. Das ist das, wo, ja, ja. Das kann man natürlich auch hochstilisieren und das so aufbauschen. Aber ich könnte mich jetzt in den letzten 15 Jahren an kein Cover entsinnen, wo ich sage, so, ich habe von Ikea zu Hause diese Rahmen, wo man alte Schallplatten reinmachen kann. Und ich habe an meiner Wand diverse Cover hängen. Und kennst du Grobschnitt? Fällt mir gerade so ein. Ich wüsste jetzt irgendwie außerhalb der Metal-Szene,
nicht viele kommerzielle Musiker, wo ich mir ein Cover an die Wand hängen würde, auch wenn ich die Musik gut finde. Aber im Metal wirkt viel, also da bin ich bei dir, also Metal wirkt viel geil gezeichnet, also und die haben noch irgendwie Leute, die... Wenn ich damals das Emergency Gate Cover sehe noch, von der letzten, was wir gemacht haben, Infected, wo wir auch diese Infected World Tour gemacht haben, das war ja, also da wurden auch irgendwie ein Aufstand gemacht, also da wurden ja, also alle Sachen, ob es Pariser Eiffelturm war, irgendwie die Liberty-Statue und sowas, die da so irgendwie zusammengefallen ist und alles in Ruin und sowas ist und was. Alter, da wird echt viel, also viel noch, sage ich mal, mehr nachgedacht als jetzt zum Beispiel Sinnestäter-Cover und sowas. Ja klar, das war ihm auch schnell, aber da habe ich ein geiles Foto gehabt. Alter, das war super, das passte auch einfach. Absolut, so. Ja. Und dann habe ich eben das genommen und weil das einfach den Ausdruck rübergebracht hat, so, weißt du, das eine Sinnestäter-Cover von der Rock-Version, der Linus war das übrigens, der als RTW-Helfer, wo du es einfach nur gesehen hast, den leeren Weg in Schwarz-Weiß und die Hose und sowas, weißt du, diese Aussichtslosigkeit, so, die jetzt gerade bei diesen Menschen herrscht. Und dann bei dieser Unplugged-Version, einfach nur diese blaue Augen, so, die einfach so ehrlich sind und dann irgendwie so viel ausstrahlen, so, weißt du, wo du sagst, so, Alter, du siehst genau da drin, siehst du, wie gerade die Situation ist, so, und die spiegelt eben so viel wieder, und da brauchst du eben nicht so mega designte Covers und sowas, ne, du brauchst einfach nur ein Foto, was alles irgendwie BAMS macht. Klar. Und mehr musst du nicht sagen, einfach nur BAMS, du siehst es und denkst so, boah, Alter, genau das ist es. Dieses Foto ist es einfach, was einfach alles irgendwie erzählt. Und das, wie man eben so schön sagt, so ein Foto macht teilweise mehr als 1000 Worte. Absolut. So bist du doch ein Künstler, Schwarzlappen. Und trotzdem ist immer die Frage, wer ist dann in der Instanz zu sagen, hey, das ist ein Künstler, ne? Ja. Ist das, bist du das? Nein, das muss man ja nicht von sich selber sagen. Hey, ich habe das Foto gerade ausgesucht, oder bin ich das, der den einen Song geschrieben hat, der eine total krasse Message für mich als Writer hatte, und den aber keiner irgendwie entdeckt, weil es so ein bisschen im Subtext versteckt ist? Ja, ja, oder ich ist weiß, es derjenige, der das ganze Album geschrieben hat und das Artwork irgendwie mitdesignt hat mit demjenigen, der das dann wie das damals umgesetzt hat? Ne? Wo ist die Grenze zwischen ich bin Künstler und ich bin einfach Dienstleister, der irgendwie was... Genau, wie damals dieses Hotel California Cover. Hotel California. Gypsy Kings, ich weiß. Nein, Igel. Schlecht. Auch gut, aber was auf jeden Fall, wenn es von Gypsy Kings auch so ein Cover gibt, ja. Nee, aber. Ach, das ist super. Du hattest halt diese Matches, die unglaublich faszinierend war, weil dieses Cover wurde, glaube ich, das war eines der größten Covers, was immer unter die Lupe genommen worden ist. Genauso wie diese CD, wo sie gesagt haben, die Schallplatte, wo sie gesagt haben, wenn wir die Schallplatte umdrehen oder beziehungsweise rückwärts spielen könnten, dann sind das satanische Messischen mit 666 und. Und dieses, ich glaube, es war einfach das Cover, was am meisten irgendwie überprüft worden ist und auch die Schallplatte am meisten rückwärts gespielt worden ist. Und ich glaube, wenn du das irgendwie erreicht hast, jetzt sage ich wieder als Künstler, ne? Oder als Cover-Artist in dem Sinne. Ich glaube, dann hast du alles erreicht, hast dir einen Namen gemacht und du bist, das ist ein Evergreen. Also ich glaube, in 60 Jahren werden sie noch so darüber reden, was das Cover für Auswirkungen hat, beziehungsweise wenn ihr noch eine Schallplatte vererbt habt, so lasst die doch mal rückwärts laufen. Und, ja, ja. Ne? Also das wird immer so sein. Bei Schallplatte rückwärts spielen muss ich sofort an unser Pub-Quiz denken. Wir haben regelmäßig Quizrunden, wo wir auch Lieder rückwärts spielen lassen. Und wir sind gerade dabei, ein Online-Pub-Quiz auf die Beine zu stellen. Mit Edeka? Nein, mit meinem lieben Freund Frank. Ich weiß nicht, ob mein Freund Dino aus Langenfeld gerade zuschaut. Wir haben gerade 20 Programmierer engagiert. Die arbeiten daran, dass wir ein Pub-Quiz Monheim gegen Langenfeld hinbekommen. Ach. Ich weiß nicht, ob der Frank sich schon bei dir gemeldet hat, aber das ist in Arbeit, wo ich gerade Platten rückwärts spielen höre. Das nur am Rande, Entschuldigung. Mit welchen Kleinen machen denn Langenfeld mit? Nur Dinos Sportbar. Andere Kollegen aus Langenfeld haben mich noch nicht bei mir blicken lassen, aber ich auch noch nicht bei euch. Also ich war schon mal in 3 Bars in Langenfeld. Dino, mein Freund, der kämpft genauso wie ich gerade gegen allen Scheiß und der macht und tut. Ja, da waren wir mit unserer großartiger Kollege aus Langenfeld. Ja. Und guter Laden. Ich bin da sehr gerne.
Ja, ein guter Laden. Ich gucke da immer gerne Fußball, auch wenn es in der kleinen Ecke ist, wo der kleinste Fernseher steht von den 300, die du da im Laden hast. Aber ich finde immer, der Leverkusen-Fan, der in der kleinen Ecke sitzt, wo man nur Kaffee und Kuchen kriegt, keine Burger. Nein. Burger hatte ich. Dino, lieber Lecker. Lecker. Hör mal, Sportsfreunde, die Zeit schreitet langsam voran. Ja, ich muss jetzt schnell mal picken. Ich finde, wenn ich zwei Musiker da habe, sollten auch mal zwei Musiker zusammen spontan was spielen. Ein bisschen, ne? Musik, ja, machen. Dann. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Gerne. Vielen Dank. Wir gehen noch nicht nach Hause. Wir müssen noch alles leer trinken, was wir hier auf den, ich habe ja nichts mehr, und hinter der Kamera stehen haben. Aus, ja. Obwohl die ganze Zeit, wenn das leer ist, müsst ihr zwei hier aufräumen. Lecker. Sehr gut. Ja? Den darfst du mit zur Bühne nehmen. Ich muss aber erstmal pinkeln. Schon wieder? Ich war doch noch nicht. Ich hab doch gesagt, ich muss gleich pinkeln. Ah ja, da muss ich mir noch ein bisschen was aus dem Kopf. Ich habe noch ein kleines Essay vorbereitet. Oh, du hast ein Essay vorbereitet. Nee, aber was mir gerade. Er kann ja schon mal auf E-Moll da. Guck mal, Matthias, geh schon mal auf Klo, dann gibt es noch eine Lobhudelei und dann. Aber er kann ja schon mal auf E-Moll. Lauf, Forest! Das ist doch schön. Ich wollte noch was sagen. Könnte nett werden. Nee, was mir gerade noch einfiel zum rückwärts gespielten Schallplatten und so. Geh schon mal. Ich will das hören. Lauf. Ja, du hörst das bis auf den Gang. Wir haben auch Boxen bisschen auf dem Klo. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Agathe Bauer-Prinzip. Genau das. Man, also wenn einem einer erzählt, im folgenden Song sagt einer Agathe Bauer statt I got the power, dann hört man das auch. Genau das spielt eine Rolle bei Bach, bei dem man irgendwie sagt, ey, die Melodie besteht aus 13 Tönen. Das ist Quatsch, aus 11 Tönen. Ja, oh, Entschuldigung. Und es geht um 11 an die Technik, mach mal Licht am Klo. Nimm das Mikro mit, dann kannst du kommentieren. Du wärst nicht der Erste, der hier nicht trifft. Aber ich glaube, es ist auch ganz oft das Prinzip dahinter, irgendwer hat gesagt, in dem und dem Song geht es um das und das, weil, wenn man das und das interpretiert, kommen wir auf dem und dem Punkt aus. Ich glaube, oft ist es auch nicht so, dass der Interpret oder der erschaffende Textwriter oder Songwriter das bedacht hat. Ne? Also oft wird da was reininterpretiert, was gar nicht da gewesen wäre. Nein, das Schlimmste ist immer, wenn von außen was kommt, was man ja selber überhaupt genau nichts mehr zu tun hat. Und ich glaube, das ist, ne, also ältestes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist Bach, wo man irgendwie sagt, okay, die Melodie hat 11 Töne, also geht es um die 11 Jünger und bla 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 bla. Vielleicht ist es das auch gar nicht, ne? Und dann ist halt wieder die Frage, wo ist die Grenze zwischen Künstler und Dienstleister, wenn am Ende der Konsument entscheidet? Ich komme da gerade intellektuell an meine Grenzen. I'm sorry. Vielleicht gehen wir doch lieber rüber und spielen E-Moll. Nein. Nee, was ich meine ist. Das ist immer alte währende Lied. Also bin ich Künstler, so bin ich Musiker, will ich in beide sein, habe ich eine Aussage? Ja. Und die Frage ist, versteht das jemand und denkt dann, oh, ist das ein Künstler oder ist das einer von den vielen? Das Ende vom Lied ist ja immer so, es kommt irgendwie an, es geht ins Herz und die Leute finden es toll. Oder nicht? Genau. So, also ist, so einfach und so schwer ist ja auch Musik. Ganz genau. Und dann geht es auch nicht mehr darum, ist die Message jetzt irgendwie total tief und total sozialkritisch und weiß ich was, sondern touch es mich auf der ersten Sekunde, in der ich das höre, oder muss ich es achtmal hören, um irgendwie. Nein, es gibt ja auch Lieder, die gehen direkt ins Herz, auch wenn man die Sprache ganz gar genau nicht versteht, das die irgendwie singen. Genau. Ne? Und das ist, was zählt. Und nicht, ob da irgendwie eine krasse. Aber das ist auch das Große und Magische an der Musik. Ganz also, genau. Wenn man ganz viel produziert, kann man natürlich irgendwann sowas machen, aber manchmal passiert es halt auch im Kleinen und alles hat halt auch seine Zeit. Und hier im Spiel, man passiert ganz viel Musik und ganz oft und ganz viel live. Ich mach auf den Weg. Mit großartigen Musikern. Genau, schleicht ihr euch schon mal nach vorne. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hatte, das ist total toll, was ihr hier macht. Ich bin neu zugezogen in Monheim, war aber leider noch nie im Spielmann. Aber wenn der ganze Quatsch vorbei ist, freue ich mich, vorbeizukommen. Und ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber ich weiß, wie du heißt. Und ich freue mich total, wenn du danach vorbeikommst. Du gibst dich dann zu erkennen. Und mit dir möchte ich ganz alleine dann in Ruhe was trinken. Wir haben ganz oft und ganz viel Live-Musik, die zuhören, die wissen das. Und die Musiker und ich, wir machen das immer unglaublich gerne für euch. Meine Musiker gerade sortieren noch ihre Notenblätter. Die Notenblätter. Text. Und ich freue mich sehr, und es ist eine absolute Weltpremiere,
dass die zwei zusammenspielen. Und bevor ihr euch zu sicher fühlt da oben, wir hören jetzt nochmal Helden. Die Helden der Gesellschaft, nicht des Alltags, sondern die Helden der Gesellschaft. In der Tat. Und danach möchte ich aber bitte noch eine Rocknummer von euch zusammen hören. Ihr könnt nochmal darüber reden, ob Kiss, AC/DC, die macht er, weil Uriah Heep heute noch Reis gemacht hat. Der hat hier ein Mikrofon. So, meine Freunde. Ihr spielt den Riesenhit von Matthias und danach spielt ihr noch eine Nummer, Rocknummer aus eurer Jugend. Und dann werde ich euch in den Abend verabschieden. Liebe Freunde, danach jetzt erstmal Weltpremiere von Matthias und Michael. M&M. Viel Spaß. René? Ach, wir sind drauf. Ding Dong. Guck dir die Kamera, die ist da vorne. Ding Dong. Also wir sind drauf, habe ich gerade gehört. Ja, sehr gut. Also ich muss sagen, das haben wir echt nicht geprobt. Das ist die Unplugged-Version, weil Helden der Gesellschaft kann man jetzt nicht unbedingt die Rock-Version spielen. Und ja, Töne, wie gesagt, normale E-Kadenz, Leiter und dann Refrain auf G. Wir schauen einfach mal, was kommt. So, Spendenkonto sieht man bei YouTube, weil alle Spenden, die wir auch jetzt hier machen und sowas, oder matthias@maxiworks.de, da kann man auch spenden, oder Sinnestäter und Spenden-App@Sinnestäter, da kann man auch spenden, aber wie gesagt, das ist alles bei YouTube und alle Spenden gehen natürlich für die Leute, die es verdient haben. Ich will davon auch nichts haben und du glaube ich auch nichts. Hauptsache das Geld geht an die Leute, die es brauchen. Das geht raus an alle Engel, viele wussten es noch nicht. Ihr habt oft zu wenig Schlaf und schaut den Teufel ins Gesicht. Täglich tiefer in den Abgrund und kein Ende ist in Sicht. Doch nur durch euch scheint noch ein Licht. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Niemand weiß, wie es weitergeht. Versucht sich zwei zu teilen, dass die Welt sich weiter dreht. Ihr seid lange schon am Limit, ihr seid längst schon ausgelaugt. Doch kämpft jeden Tag noch weiter, denn ihr wisst, dass man euch braucht. Ihr lebt ständig mit der Angst, dass euch selbst was widerfährt. Selbstloses Verhalten wird von keinem honoriert. Wir sagen Danke, Danke, Danke. Es ist schön, dass es dich gibt. Ihr hättet nicht nur Leben, ihr seid das Gegengift. Wir sagen Danke für eure schlaflos langen Nächte, für die täglich neuen Fechte in diesem aussichtslosen Kampf. Wegen euch noch gewinnen kann, für jeden Einzelnen, der noch bleibt, und an die Frauen, was ihr treibt, ihr tragt das Recht am Herzen fest. Es ist unglaublich, was in euch steckt. Komm, Micha! Fragen, wann eine neue Ware kommt. Jeder ist sich selbst der Nächste, in der Schlacht fällt all die Front. Wir danken euch von Herzen, ihr seid Gottes rechte Hand. Es wird Zeit, dass euch mal euch huldigt für den Einsatz in dem Land. Zu wenig Personal und zu wenig Akzeptanz.
ersparen. Doch reiche mir die Hand für ein wenig Toleranz. Wir sagen Danke für eure schlaflos langen Nächte, für die täglich neuen Gefechte in diesem aussichtslosen Kampf, den man wegen euch noch gewinnen kann. Komm, Micha! Aussichtslosen Kampf, den man wegen euch noch gewinnen kann. Für jeden Einzelnen, der noch bleibt, und an die Frau an Kasse 3. Ihr tragt das Herz am rechten Fleck. Es ist unglaublich, was in euch steckt. Bleibt gesund. Danke sehr. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Das war Spielmann TV. 4 Wochen Corona. Lauft nicht weg. Bringt eine letzte Nummer für unsere Leute. Die machst du mit ihm. Oh, sehr, sehr gut. Also dann geht doch mal an eure Organe. So, Kamerakind, René sagt gerade, das Mikro hat nicht funktioniert. Großartig. Vielen, vielen Dank für den heutigen Abend. Morgen Abend, 20.30 Uhr, Häuschen TV. Schaut rein. Ich habe gehört, ein Prinz ist da. Ein original alter Prinz ist da. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Michael Dahmen, Matthias Kupka, Kamerakind Markus, an der Technik René, vielen, vielen lieben Dank. Meine Frau Anja am Zapfhahn, wie so oft für euch. Kommt gut über das Wochenende, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Dann gibt es das großartige Rum-Tasting. Ich habe für nächste Woche Freitag den Botokal Brand Ambassador gewinnen können. Mein zukünftiger Freund Pete ist am Start. Ich freue mich sehr drauf. Wir bringen euch die Welt des Rums näher. Danke, dass ihr da wart. Schönes Wochenende. Bleibt neugierig. Ahoi. Komm schnell angerannt, wir gehen alle Mann mit Durst mit Gesang und Spielmann. Ja, trocken ist die Kehl und laut schreit die Seele. Und Spielmann, den Motto sucht das Licht, ein Gesetz, das es fließt. Hier find ich meinen Korn, das
Und wenn die Sonne wieder untergeht, die Gitarre neu klingt, dann machen wir uns auf zum Spielmann. Und dann heißt es... Komm schnell angerannt, wir gehen alle Mann mit Durst, mit Gesang zum Spielmann. Zum Spielmann.